Ey, was geht ab? Ah, hier sind wir. So, oh. Das ist natürlich auch noch weg. Was geht ab? Wie geht's? Wie steht's? Back at it again auf Rises. Dread natürlich, lol. Versprecher, Verbrecher. So. Duruzu. Damn, you were the first one here. How are you, Mister? Yukiko, was geht ab? Wie geht's? Wie steht's? Rikuba, wie geht's? Tsubasa, was geht ab? Lady Königstöter jagt Könige. Nice. Ja, Königstöter ist ein nicer Titel. Leider halt nichts so Besonderes. Diese Asriatitel sind relativ einfach verhältnismäßig zu kriegen. Aber trotzdem nice, ja. Ist halt schade, dass die keine Funktion haben. Reines Protzen, Prahlen, Angeben. Sonst leider nichts. Sehr schade. Und ja, Plan für heute, mal gucken, wie die Droprate ist, aber wie immer das Tagesziel auf jeden Fall. Also jetzt bin ich echt gespannt, wie die Droprate ist, jetzt wo das Wochenende vorbei ist, ob es immer noch so krank droppt für mich. Und ja, dann heute auch tatsächlich mal wieder Dramlog wahrscheinlich. Schon ein paar Tage gar nicht mehr gemacht, aber hat sich ja mehr gelohnt, die anderen Events zu farmen und auf Rises sowieso. Das dreifache XP und Drop-Event. Bostja. Außerdem kann ich jetzt eh nur noch einen Dramlog-Run machen, also viel verzichtet habe ich da eh nicht, würde ich sagen. Ist dein erster und wird nicht der letzte sein? Da gibt es einige bestimmte, die ich wieder anstrebe. Nice. Kannst du ja probieren, Asomiao zu besiegen. Da habe ich 52. Das sollte dich ein bisschen auf Trab halten. 52 von 75 oder so. Aber du bist ja eh noch nicht Master, also kommst du sowieso in Asria auf jeden Fall nochmal an einen vorbei. Von jedem Viewer Foto ohne Ende bekommen? Na, stimmt nicht. Obwohl ich die Leute jedes Mal angefleht habe, sogar bei den flauschigen Invasionen Orange Juice aufzuheben und so, haben es meistens nur so drei Leute gemacht. Das ist, nicht viel. Den meisten Leuten war es trotzdem wichtiger, den Scheiß einfach liegen zu lassen. Also es gar nicht erst aufheben zu müssen. Obwohl ich sehr viel Geld dafür gezahlt habe. Und eben, ich habe sehr viel Geld dafür gezahlt. Für praktisch Müll. Und abgesehen davon sind die Food-Titel mit Abstand die wenigsten. Beziehungsweise die Non-NPC-Food-Titel, davon habe ich nur 5 oder so. Die meisten anderen Titel sind ja Monster- und Boss-Jagd-Titel. Dachtest, da kam mehr zusammen? Naja, so Meat Salad ging ziemlich schnell zugegeben, weil man das ja ab 60 bis 120 droppt. Oder bis 130 sogar. Also Meat Salad ging zugegeben ziemlich schnell. Aber... Und Ice Cream Cake... Danach Steamed Seafood und dann war es aber eigentlich vorbei, weil das genau die drei Food-Dinger sind, die man mit Abstand am häufigsten droppt. Der Rest habe ich immer noch nicht, aber ich verfolge es ja momentan auch nicht so aktiv, beziehungsweise spiele hier gerade eh nicht so viel, also wird es mir auch nicht viel bringen. Also wenn wir jetzt Leute was zuschicken, dann wird es ja wahrscheinlich sogar, naja, gelöscht nicht und momentan kann man sowieso nichts zuschicken, aber ich logge mich halt nur einmal die Woche ein, mehr oder weniger, auf Yggdrasil. Also jetzt momentan ist es gefährlich, mir Sachen zuzuschicken. Zumindest sollte man mir Bescheid geben, sonst kommt da kein Geld zurück.
Aber macht, glaube ich, eh keiner. Habe ich auch schon ewig nicht mehr erwähnt. Ist ja auch sinnlos, wenn ich hier nicht das spiele. Täglich, dann kann ich es auch gar nicht wegfooden. Früher bin ich mit Tigerbändiger, Fellgerber und Klarfahren schräg rumgelaufen. Davon habe ich tatsächlich nur einen. Den Fellgerber. Die anderen beiden habe ich nicht. Schon lange nicht mehr weitergemacht bei den Titeln. Schon sehr lange nicht mehr. Ist halt aber auch echt Zeit fressen, vor allem die Monster Farm Titel. Praktisch kriegst du eigentlich nichts dafür. Ich habe hier sogar noch einen Zettel rumliegen, wo ich das alles drauf notiert habe. Da ist er noch. In Ehre gehalten. Ich bin einfach ein Zettel-Guy. Ist seit circa 15 Minuten am Farmen, Droprad ist bis jetzt echt gut. Naja, sieht nicht schlecht aus auf den ersten Blick. Mal gucken, wie es so in einer halben Stunde ist. Salos. Danke für den Follow. Klarfahren spricht der schwerste. Das kann ich mir vorstellen. Wobei LaWolf auch gar nicht so einfach ist, weil von den normalen LaWolfs gibt es weniger als von Small und Captain. Da hat man sogar einen Vorteil als Crackshooter und Ranger. Extrem hohe Range, muss nicht so nah ranlaufen. Also du kannst ja quasi Kilometer wegstehen gefühlt und die Monster killen. Ist bei so einem geringen Spawn tatsächlich ein Vorteil, aber ätzend ist es trotzdem. Du suchst ein Meinungsbild für ein Lord XP Event auf Dryad? Was soll das heißen, ein Meinungsbild für ein Lord XP Event? Ob noch eins kommt? Oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich bin zwar schon eine halbe Stunde online oder so, aber ich habe nicht mal drauf geachtet, ob davor eins lief. War nicht Lord war am Wochenende oder war das letzte Woche? Bei Demon ist einfach der Status ausgeblendet. Heute war noch keins. Du bist Lord? Ja, hast du nicht gestern gefragt, ob noch ein Lord-Event kommt? Oder war das jemand anders? Ich hab's gestern auch zum ersten Mal miterlebt, dass die Flauschis despawned sind. Früher wurden ja die Events immer morgens beendet. Beziehungsweise die Flauschis gingen da ja immer eine ganze Woche oder zwei Wochen. Das heißt, die wurden meistens mit der Serverwartung gestartet und beendet. Aber gestern, die sind einfach, die ploppen dann einfach weg. Die sind dann einfach verschwunden. Echt mies. Hast dich verschrieben? Jetzt oder gestern? So. By the way, was ich euch noch zeigen wollte, gestern, bei uns ist das doch so, wenn man jemanden reportet, also zum Beispiel einen Botter, dann kriegt man doch so eine Antwort wie,
bla bla bla, wir werden nach unseren Regeln den Fall beurteilen, bla bla bla, und du hörst nie wieder was davon, ne? Wollt ihr mal wissen, wie das auf Playpark aussieht? Oder wollt ihr mal sehen, wie das auf Playpark aussieht? Das ist richtig geil. Das feiere ich richtig. Hier. Die posten einfach auf Facebook, wer gebannt wurde. Die posten das einfach. Auf Facebook öffentlich. Also am 2. Mai wurden Middle, Boxing und Jester 01 gebannt. Am 3. Mai wurden Casual, Gitner, Nebula H und Beachwear gebannt. Bosch, danke für den Follow. Am 4. Mai wurden Dexterity, X Bull, Bullito, ach Scheiße, ist das für ein Name, und Radbudan gebannt. Und am 5. Mai Okinayo und Ishidame. Geil, oder? Eiskalt, diese Drecksschweine auch noch öffentlich zur Schau gestellt. Finde ich nice, ich feiere das. Ich meine, gut, öffentlich posten müssen sie es jetzt nicht, aber zumindest, dass man weiß, dass die auch wirklich gebannt sind. Bei uns ist es halt legit, du hast keine Ahnung, was mit denen passiert. Das ist schon mies. Ist ja ein Betriebsgeheimnis. Oder Datenschutz, was für Datenschutz, Alter. Also, die sollen ja nicht ihre fucking Adresse veröffentlichen, die sollen einfach nur sagen, ob die gebannt sind oder nicht. Was hat das mit Datenschutz zu tun? Das ist crazy. Ich kann auch den Text vorlesen, den hatten wir jetzt nicht gesehen. Attention Flyfers, please keep in mind that we highly value the security of the game and its players. The characters below have been caught using unauthorized third-party programs. Also haben wir probiert zu hacken oder was auch immer, oder Bot-Using, F-Tool, whatever. We are doing our best to monitor a game. If you have seen caught malicious characters, please report them at... Und dann kommt da die Support-Seite. Let's play fair, Flyfers. Yeah! Finde ich nice. Weil ich mich ehrlich gesagt frage, wie sie die erwischt haben. Aber wahrscheinlich durch den Easy Anti-Cheat, I don't know. Also wegen dem Third-Party-Programs. Ja, wobei bei Bot-Usern kann man es ja sehen, dass es ein Bot ist. Dafür braucht man nicht unbedingt wissen, dass er eins offen hat. Aber ja, gut, das haben sie jetzt nicht geschrieben, aber ich denke, es werden hauptsächlich Bot-User gewesen sein, weil die sind ja mit Abstand am leichtesten zu überführen. Aber ja, finde ich nice. Ich meine, gut, ich kenne keinen einzigen davon, also wie gesagt, die genauen Charakternamen brauche ich jetzt nicht wissen, aber wenn du halt jemanden reportest, wäre es schon nice. Ist bei League of Legends zum Beispiel auch so, da kriegst du zwar nicht den genauen Username, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber früher, da war es auch so, wenn du jemanden reportet hast und der wurde bestraft, dann hast du eine Nachricht bekommen, ein Spieler, den du kürzlich gemeldet hast, wurde vom, wie auch immer, vom Support-Team bestraft oder was auch immer. Oder deine Strafe erhalten. Ich glaube, da stand sogar dabei, was für eine Strafe. Früher zumindest. Weiß nicht, wie es jetzt ist. Und bei Counter-Strike ist es, glaube ich, auch so. Da kriegst du, glaube ich, auch eine Mitteilung, wenn jemand gebannt wird, den du reportet hast. Oder bestraft wird. Muss auch nicht immer direkt ein Bann sein, aber... Ist schon ätzend bei Half-Life. Ist halt legit das einzige Spiel, das es eigentlich nicht macht. Oder nicht das einzige, aber... Die machen da jetzt so ein großes Geheimnis draus, ja. Ich finde das voll unverständlich. Weil wenn die jemanden bannen, das ist ja was Gutes, da freuen sich die Leute ja drüber und stattdessen sagen sie es keinem. Wenn sie es überhaupt machen, ja, toll. Das will man ja schon wissen. Die müssen uns ja nicht Vor- und Zuname und Adresse geben, ich will einfach nur wissen, ob der gebannt wurde. Wie der heißt, ist mir egal. Vor allem, was ich auch nicht verstehe, ist, die müssen sich doch eh an keinen Datenschutz mehr halten. Also jetzt ist die hocken ja nicht mehr in der EU. Also die können ja eh nicht die Datenschutzgrundverordnung, können die doch eh nicht durchsetzen. Wenn das Unternehmen in Korea hockt. Ist bestimmt ziemlich schwierig, da jemals die zu bestrafen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht unter Datenschutz fällt. Wenn du nur eine Mitteilung gibst, ob der gebannt wurde oder nicht. Mehr Interaktion wie in EU-Flyfe, jemals.
Und Ronny, was geht ab? Wenn bei CS jemand gebannt wird, Valve bekommt auch nichts auf die Reihe. Ja gut, ich wollte einfach nur Beispiele dafür geben, dass man eine Mitteilung bekommt. Das war jetzt kein Lob oder keine... Oder damit wollte ich jetzt nicht aussagen, dass die genannten Beispiele funktionieren oder wie auch immer. Das war nur ein Beispiel im Sinne von, da wird man zumindest benachrichtigt, wenn jemand gebannt wird, aufgrund des Reports. Was man da irgendwie dann auch verdient hat, weil man macht sich ja auch die Mühe, das Ticket zu schreiben. Ich meine, Screenshot, Video, wie auch immer, ich meine, das nimmt ja ein bisschen Zeit in Anspruch. Das heißt, dir wird ja eigentlich auch noch ins Gesicht fäkaliert. Das ist kein Wort, aber ich wollte nicht das schlimme Wort benutzen. Also machst dir die Mühe, den zu überführen, mit Dreck am Stecken. Und als Belohnung erfährst du nicht mal, ob der überhaupt bestraft wird. Das ist schon mies. Wenn man dann sich extra die Zeit auch dafür nimmt. Auch wenn es vielleicht nur ein paar Minuten sind, wie auch immer. Wird halt einfach null, wie sagt man, belohnt. Ist vielleicht das falsche Wort, weil eine Belohnung direkt kriegt man sowieso nicht, aber sollte man eigentlich kriegen. Wenn man 10 erfolgreiche Reports hat, also 10 Reports, die gerechtfertigt waren, 10 Leute überführt, sollte man halt legit 100 Cash kriegen oder so. Oder 500. Das wäre doch mal geil. 10 Bots reported, boom, 500 Cash. Da wird es bald keine Bots mehr geben. Da würden sich die Bots dann schon selber reporten. Ja, das wäre wieder schlecht allerdings. Ja, true. Da würden sie sich dann selbst reporten. Doch, keine gute Idee. Dried Lord XP, wenn Start 21:15. Alright. Yukiko wird es bestimmt nutzen. Sonst weiß ich nicht. Ronny vielleicht noch. Und wir können heute noch ein Behemoth-Level abmachen. Der ist schon seit ein paar Tagen auf 99,75. Habe ich gestern ehrlich gesagt vergessen. Ich glaube, am Freitag habe ich den das letzte Mal draußen. Und dann war ja Samstag Rises und dann hatte ich es vergessen. Den können wir doch noch Level abmachen. Du heute nicht, Tsubasa. Zu beschäftigt mit Fußballspielen oder was? Ja, mir ist es auch egal. Momentan. Wenn es so weitergeht, brauche ich auch nicht mehr downleveln. Aber muss ich halt. Tatsächlich mit FIFA. Kann ich leider null mitreden. Ich weiß nur, dass es die Weekend League gibt. Die Wochenendliga. Und dass man krank viel Geld dafür ausgeben kann. Mehr weiß ich nicht. Wobei man kann für alles krank viel Geld ausgeben, aber du weißt, was ich meine. Haben wir jetzt 100 Stück? Ja. Die Droprate scheint wieder sehr gut zu sein. 100 Stück in unter einer halben Stunde. Hab Speedy Rabbit bekommen, endlich keine neuen Chars mehr erstellen. Nice. Wie viel da hast du aufgemacht? Also, bis du ihn bekommen hast. Der ist eigentlich schon ziemlich selten. Die meiste Zeit kommt, glaube ich, Medizin aus diesen Lucky Boxen. Medizin auf Strongest TA und so ein Käse. 6? Damn. Da hast du, glaube ich, reingelackt. Der hat bestimmt nur so 5% oder sowas. Der müsste schon relativ selten sein.
Umso besser. Aber hast du den dann auch auf dem richtigen Charakter? Also hast du den jetzt auf dem Blade dann? Oder hast du den auf dem Zweitschar? Ja, auf dem Flauschi wahrscheinlich, oder? Da ist das versprochene Event. Hast du die Boxen vorher rüber getradet? Geht das oder was übers Gildenlager? Echt? Sind das keine Cash-Up-Gegenstände? Okay. Lucky Box geht übers Gildenlager. Interessant. Nee, nicht gedacht. Meistens kommt mal wieder ein zweifach XP-Wochenende bei Dryad. Ich hoffe nicht, bis sie den Handel fixen. Was meinst du, wie viele Leute da angefressen werden? Weil sie ihre Amplis oder Cloaks oder Equipments oder was auch immer nicht gescheit tauschen können. Nächstes Wochenende vielleicht, wenn alles wieder läuft. Aber ganz ehrlich, an dem Punkt, jetzt müssten sie echt einen Monat lang durchgehend XP-Event machen. Dass sich da irgendjemand entschädigt fühlt. Also mindestens. Also plus entschädigt, Erstattungen, schätze ich mal, für die ganzen Items, also Items erstatten. Und halt sonst noch. Aber keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Es gab Snob. Differenz ist 120. Ist wenigstens nicht nochmal größer geworden. 140 war sie schon. Hoffen wir es mal, Jesus, dass Mittwoch die Shops wieder gehen. Ja, hoffen wir es mal. Langsam wird es ein bisschen langweilig im Grasland, muss ich sagen. Langsam wird es ein bisschen langweilig. Ups. Ich habe jetzt bei Playpark, habe ich ja mal erzählt, mit den Charakteren, die ich nicht mehr benutzen kann, als mein Ticket geschrieben, ob ich die wiederbekomme, beziehungsweise ob sie mir die löschen können, wo ich damals gebannt war, ungerechtfertigt. Mal gefragt, ob sie mir die Charakter löschen. Die haben auch voll die bescheuerten Namen. Der eine ist einfach ASD, ASD, ASD und dann irgendwie 5 Zahlen oder so. Ja, wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, warum ich den erstellt habe. Wahrscheinlich nur, um irgendwas nachzuschauen oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, mal schauen, ob sie mir die löschen. Wäre nice, aber wahrscheinlich geht's nicht.
könnte ich mir auch vorstellen, dass es nicht geht. Account geknackt und von jemandem anderen Jars drauf erstellt? Nee, die waren schon von mir. Na, der Account wurde sicher nicht geknackt. Wenn der Account geknackt worden wäre, dann hätten sie eher die Charakter gelöscht, die ich drauf hatte und keine neuen erstellt. Schlimmste sehe, dass es keinen Ausloggen-Button mehr gibt. Ja gut, aber der wird auch nicht wiederkommen wahrscheinlich. Der ist schon seit November weg. Ich denke mal, die Hoffnung ist bei jedem gestorben. 7 Monate schon, dass der weg ist. Es müsste ziemlich genau jetzt, also 2. Novemberwoche sowas müsste es gewesen sein. Dann noch naive Aussagen wie, ach, in spätestens 2 Wochen haben wir den wieder. 7 Monate später. Tja, wohl doch nicht. Waren etwas mehr als 2 Wochen. Und wir haben ihn immer noch nicht. Wieder. Aber ich denke auch nicht, dass der jemals wiederkommen wird. Der wird sicher zusammen mit dem Handel wieder reingepatcht. Hoffentlich nicht, weil dann dauert das wahrscheinlich noch ein paar Monate. Wenn der mit dem Handel wieder zurückkommt, dann könnte es im schlimmsten Fall bedeuten, dass wir noch bis November warten müssen. Und ich denke nicht, dass das eine Option ist. Ja, langsam... Langsam übertreiben sie es ein bisschen. Also wenn sie jetzt am Mittwoch nicht kommt, also dann könnte schon haarig werden die nächste Zeit in-game. Zwei Wochen ist schon lange. Jetzt fängt quasi die 3. Woche an. Das ist schon echt dreist. Ah, und hoffentlich geht es mit den Shops nicht so lange, ja. Ja, wie gesagt, also. Das können sie sich eigentlich nicht erlauben. Das können sie sich nicht erlauben.
Bin ich der Shop-Typ oder Marktplatz? Flakes, was geht ab? Wie geht's dir, Mann? Die Frage davor, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Hallo erstmal. Hab schon nach der Trade-Scroll in der heutigen Verkaufsankündigung gesucht. Was ist denn die Verkaufsankündigung? Uff, Pets, Lucky Box, Awakening Protection, Mistake, Cancel Pet Awakening, Pet Footbag und Beat Bundles. Wenigstens haben sie jetzt nicht mehr zweimal die Beats reingeschrieben. Den englischen und den deutschen Namen von den Cast Beats. Nicht Cast Beats. Von den Magieschaden Beats. Very stuff. Du sagst es. Firecard A, let's go. Vermisst den guten alten Megano? Tja, durchgespielt. Durchgespielt. Jetzt ist Rizus Arc. Rizus Anime Arc ist jetzt da. Meganos Anime Arc ist schon vorbei. Genauso wie Aso Miaus. Da kommt höchstens noch mal eine Revival-Serie. Aber der Main Arc ist vorbei. It's empty, was geht ab? Würde mich interessieren, wie hoch der Powerboost bei Megano noch wäre mit Baruna Sockel oder und Fusionen. Wahrscheinlich nicht so hoch, weil Int, so in Intelligenz ist ein Trash-Ass-Wert. Genau wie Dex.
Das wären, sag ich mal, wenn man es nicht komplett übertreibt, 300 Int. Plus eine gute Erweckung, also vielleicht 400 Int. Höchstens. Wäre gar nicht so heftig. Also es ist eine Menge Int, aber... Ja, ich, da habe ich ja mehr Int gestattet, als das geben würde. Also würde den Damage wahrscheinlich nicht so krass verändern. Eine Mighty 10% Karte würde wahrscheinlich mehr Unterschied machen. Eine Mighty 10 Karte, nicht 10%. Also die mit 50% Angriff. Im Verhältnis zu den anderen Klassen? Zum Beispiel? Oder was meinst du mit dem Verhältnis? Aber naja, ziemlich schlecht halt, wie gesagt. Da hat sogar der Crackshooter eine bessere Verwertung. Also nicht von Dex zu Int, aber du kannst ja beim Crackshooter Firekarten sockeln für Crit Damage. Und Crit Damage ist auf jeden Fall eine bessere Verwertung als Int. Also da profitiert wahrscheinlich sogar der Crackshooter stärker von den Sockeln. Als der Arcanist. Beim Arcanist kannst du nur auf Int gehen, gibt es keinen anderen Wert, der was bringt. Außer Geschwindigkeit halt, aber gibt ja kein Damage. Neo, was geht ab? Totale Eskalation im Discord. Ist das nicht gefühlt jeden Tag? Oder was war heute anders? Wie stark jeweils die Klassen von dem Update profitieren würden, ist eigentlich relativ einfach zu sagen. Also zumindest wenn du dich auf die Sockel und Fusion und sowas beziehst. Interessant, viel mehr interessant wäre eher, wie sie die neuen Sets machen würden. Ob sie denen so Effekte wie die Devi-Sets auf Playpark geben, also actually gute Effekte für jede Klasse, auch so PvE-Effekte und sowas. Oder ob sie wieder einfach Copy-Paste von den bisherigen Sets machen, quasi... Für die meisten heißt das dann einfach nur HP-Rate, Verteidigung, Blockrate. Hier und da Crit-Rate, Crit-Damage, MP. Oder ob sie halt wirklich gute Effekte nehmen. Das wäre eigentlich interessanter. Weil die Sockel, die verändern sich ja nicht, die Karten bleiben ja gleich, die werden ja nur besser. Das ist eigentlich genau wie jetzt bei Ancient oder so. Und heute gegen Mittag wurde Torch richtig in die Mangel genommen. War die da oder was? Und wurden ein paar Leute gebannt, wahrscheinlich. Das, was soll man dazu sagen? Haben die Leute extra auf den Montag gewartet oder was? Sie war online, die ist echt mad gewesen, Leute im Discord auch, das war eine richtige Auseinandersetzung. Ja?
Aber wieso ist sie mad gewesen? Wegen, also war sie schon mad? Na gut, okay, ist schwer zu sagen. Meinst du das ernst, Flakes, weil ich das letztens als Joke gesagt habe, oder? Oder weißt du es wirklich nicht? Ja, keine Ahnung. Ist halt sinnlos, da groß zu diskutieren. Also deinem Discord zu flamen, bringt ja da nichts. Vor allem ist das denen ja eh vollkommen egal, was wir von denen halten und so. Sowas wie Image und so kennen die nicht. Beziehungsweise ist es ihnen egal. Offensichtlich. Bist erst seit kurzem wieder dabei, also serious? Ja. Das ist der Game Master, der Deutsche. Einzige. Das ist quasi der neue Piccolo. Der Piccolo von Gala. Quasi. Kein Bora-Angestellter, ist eine Gala-Angestellte. Und die ist für uns verantwortlich. Für die Eve-Life. Schrieb anfangs noch ganz freundlich und dann haben die Leute ihre Laune richtig rausgelassen, dann konnte Tosh sie auch nicht zurückhalten. Damn. Tja, was soll man dazu sagen? Lass mich raten, am Ende standen sie da, wo sie am Anfang schon waren. Also ich meine damit, die Diskussion oder was auch immer geschrieben wurde, war quasi komplett irrelevant, weil am Ende war man genauso schlau wie am Anfang. Nur angefressener. Das Einzige, was sie verschlechtert hat, war die Stimmung, aber sonst hat sich wahrscheinlich gar nichts verändert. Für beide Parteien. Nandatu. Moshi Mosh. Es gibt ja keine Grundlage für eine wirkliche Diskussion. Naja, die gibt es schon, nur bringt es halt nichts. Weil du kannst ja noch so viel diskutieren, wie du willst. Das ändert ja nichts dran, dass es nicht gelöst wird. Also ich meine, darüber zu diskutieren, welche Schäden dabei entstehen oder was mit jedem weiteren Tag, wo es deaktiviert ist und so weiter, was das für Folgen haben kann oder wird oder wie auch immer, kann man schon viel diskutieren, aber es löst ja das Problem nicht. Das meinte ich ja mit, das ist denen ja egal. Also die lösen das halt in der für sie passenden Geschwindigkeit anscheinend. Und wenn die sagen, das ist so ein schlimmes Problem, es dauert 3 Monate, dann dauert das eben 3 Monate. Da kannst du auch den Dalai Lama bestellen, dass er sagt, ey, könnt ihr das mal fixen, das wird die nicht jucken. Die lösen das, wenn sie es lösen. Deswegen weiß ich auch nicht. Also ich meine, selbst wenn man richtig angepisst ist, dann sollte man sich ja halt am besten mit was anderem beschäftigen. Tut einem eh nicht gut, wenn man sich so aufregt. Bringt ja nichts. Wenn man so darunter leidet, dann sollte man sich wahrscheinlich am besten eine andere Beschäftigung suchen, bis es wieder geht. Nicht jucken und dadurch pleite gehen, finden dann aber irgendwann zusammen. Ja, aber bis die pleite gehen, das dauert schon noch ein bisschen. Ich meine, ich verstehe es ja auch nicht, also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass die jetzt in diesen 2 Wochen genauso viel Sales und so hatten oder Einnahmen durch Flive, PC,
wie in den letzten, wie in den 2 Wochen davor ist. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ich meine, safe haben. Es gibt bestimmt einige Leute, die haben jetzt nur deswegen reingecashed. Eben weil man nicht traden kann. Also so Party-Scrolls und sowas, geht ja nicht. Die musste ja quasi aus dem Cash-Up beziehen. Oder Aiden's Jar. Das kannst du nicht übers Gildenlager tauschen. Also es gibt bestimmt einige Leute, die sogar jetzt nur deswegen reingecashed haben. Aber wahrscheinlich viel weniger als die Leute, die grundsätzlich bei den Aktionen shoppen. Also kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt in den 2 Wochen, ich meine, gut, 2 Wochen ist halt kein sehr langer Zeitraum, aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt in 2 Wochen null Absatzverringerung hatten. Also dass sich das null ausgewirkt hat, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es sind halt nur Vermutungen, man weiß es halt nicht. Kenne ich das Enhanced Christmas Fairy Set? Yes. Ich habe halt nur erweckt und bin seitdem kein einziges Mal online gekommen, deswegen. Aber erwecken kannst du auch trotzdem, oder? Oder so kein Geld auf dem Charakter. Dafür musst du auch nicht traden, oder? Nicht zwangsläufig. Imagine, du bist ein deutscher GM und versuchst gegenüber Spielern die Situation auch nur ansatzweise zu rechtfertigen. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wieso sie überhaupt darauf eingegangen ist nochmal. Es gab ja schon das Statement auf der Website, das zweite. Dass sie ja nur deswegen gepostet haben, weil das erste Statement so Larifari war. Und das zweite war im Endeffekt mehr oder weniger nur eine Umschreibung des ersten Statements. Dabei hätte ich es dann halt beruhen lassen, dass das halt nicht aussagekräftig ist und man mehr oder weniger im Dunkeln gelassen wird, wie auch immer. Das ist dann halt so. Offensichtlich wollen sie nicht ins Detail gehen. Also ich meine, als Offizieller würde man halt sagen, also darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, da würde ich dann halt einfach sagen, wenn halt immer noch 50 Leute quasi die ganze Zeit flamen oder halt sie anpingen, wie auch immer, da würde ich halt einfach jedes Mal einen Link von der von dem Statement nehmen, von der Website und dann halt sagen, ja, hier, das ist die offizielle Stellungnahme. Würde ich es halt einfach dabei beruhen lassen. Bringt ja nichts, du sagst ja eh immer das Gleiche und ändern, wie gesagt, tut's ja auch nichts. Deswegen wundert's mich, dass es da überhaupt zu einer Auseinandersetzung kam. Weil es gab ja schon ein zweites Statement, in Anführungszeichen. Das ist ja klar, dass wenn die Leute jetzt im Discord dann die ganze Zeit flamen,
Dass da keine neuen Infos kommen, ist eigentlich klar. Prozent Attack Speed ist Maximum, Ronnie. Geht nicht höher. Der Karibik-Filme, Bro. Ist doch nicht Copy-Paste, man. Die Leute wollen auch nicht Neuigkeiten, sondern die wollen, dass der Handel wieder aktiviert wird. Ja, aber jemanden zu flamen, der null, also der erstens keine Ahnung von dem Game wahrscheinlich hat und zweitens kein Entwickler ist, bringt halt nichts. Ich weiß schon, dass es die einzige Person ist, die man quasi jemals sieht von Gala oder Bora, also Bora ja sowieso nicht. Aber ich weiß schon, dass das die einzige, oder dass das sozusagen der Repräsentant ist. Aber das bringt halt trotzdem nichts. Das ist halt wie wenn du, unzufrieden bist beim Mediamarkt oder so, weil die Geschäftsbedingungen scheiße sind oder so. Oder die den Scheiß nicht zurücknehmen, was auch immer, und du fuckst dann den Kassierer ab. Ich meine, ja, er ist der Typ, der sich die Scheiße anhören muss, aber das bringt halt nichts, weil erstens hat er nichts zu melden und er kann auch nichts dran ändern, er hat nichts zu sagen. Er ist einfach nur der Larry, der es dir halt mitteilen muss. Er ist halt der Typ, der dir sagen muss, ja, verpiss dich, du kriegst nichts. Bist abgelaufen oder was auch immer. Ich meine, es gehört dazu, dass man sich dann anscheißen lässt, aber... Ich meine, das war ja früher bei Piccolo auch so. Er hat ja auch dann immer nur gesagt, ja, wir warten auf eine Antwort aus Korea. Mehr hat er auch nicht gesagt früher. Weil das halt so ist. Der kann ja auch nicht, konnte auch nicht was machen. Da war das ja das gleiche in Grün. Warten auf die Death Larrys. Bis die mal was machen. Dann hast du die jetzt ja schon ohne wirklich Equip. Nice. Ja, 100% Attack Speed ist relativ einfach. Floor, was geht ab? Wie geht's? Wie steht's? Ist genauso dankbar wie für die Deutsche Bahn zu arbeiten. Ja, oder halt überall im Kundensupport bzw. Kundenkontakt. Ich kann es auch aus erster Hand sagen, zumindest bei mir war das so. Also hier an der Kasse gehockt habe. Da war das auch so, wenn jemand sich aufgeregt hat, da schaltet man dann einfach auf Durchzug. Da kannst du es eh nicht ändern. Und ich meine, dir ist das ja scheißegal. Also ich meine, das ist scheiße. Und wenn du in der anderen Situation wärst, wäre es auch schon. Also würde ich mich auch aufregen, aber daran kannst du halt nichts ändern. Du bist halt nur so ein kleines Licht. Du kannst ja nicht plötzlich die Geschäftsbedingungen ändern oder, keine Ahnung, eine Ausnahme machen. So funktioniert das halt nicht. Was macht Gala, wenn die Leute abhauen? Wer zahlt die Rechnung? Ich meine, die können ja stur ihren Plan verfolgen, aber was bringt das, wenn die zahlende Kundschaft weg ist? Ich weiß es nicht. Das Problem ist halt, offensichtlich ist sie ja nicht weg, weil sonst würde ja wahrscheinlich mehr passieren.
Also wenn ihre Einnahmen plötzlich um 80% zurückgehen würden oder so, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das dann einfach ignorieren würden und weiter dieses Hinauszögerspiel spielen würden. Tatsache scheint zu sein, dass diese zahlende Kundschaft nicht geht. Egal, was sie machen. Das scheint der Fall zu sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber sind halt auch nur Vermutungen, ich habe ja keine Ahnung. Woher auch? Das wird man niemals erfahren. Du hast jetzt 2,5 Wochen wahrscheinlich, oder? Du hast nur 2,5 geschrieben. Nicht mehr on wegen dem Handeln, da komme ich heute wieder on. Da fragt mich Bora wieder nach wegen Passwort. Ändern? Müssen wir was ändern? No. Diese Abfrage kommt immer mal wieder. Also anscheinend auch, wenn man sich länger nicht anmeldet. Klicke einfach auf I'll do it later. Und dann machst du einfach niemals. Das kommt legit einmal im Monat oder so. Ich habe es noch kein einziges Mal gemacht. Ich ändere nicht mehr auf der Arbeit mein Passwort jeden Monat. Vor allem, du hast ja eh schon One-Time-Passwort und Security-Key und so. Also du bist eigentlich eh unhackbar. Selbst wenn jemand dein Passwort kennt, kommt er ja trotzdem nicht in deinen Account rein. Also absoluter Schwachsinn, das die ganze Zeit zu ändern. Ich wurde noch nie so penetrant danach gefragt, permanent mein Passwort zu ändern wie bei Flive. Das ist schlimm. Selbst bei PayPal oder sonst wo oder bei der Bank. Ich wurde noch nie von meiner Bank aufgefordert, mein Passwort mal zu ändern. Ich meine, vielleicht sollte ich es mal machen, ja, aber das ist crazy. Wer ändert denn sein Passwort jeden Monat? Das ist halt voll nicht normal. Ganz gut, und dir? Ja. Dich hat Pokémon wieder gefasst. Dein Team Corazon 40, Dragossa 24, Quapo 40, Adriados 38, Damiplex 36, Pummeluft 32. Das, nachdem du gestern gesagt hast, du hast Pokémon erstmal zur Seite gelegt. Das war doch gestern, oder? Oder war es am Freitag? Das hat er nicht lange gehalten. Du hast jetzt schon alle 8 Orden? Damn. Not bad. Eins von beidem. Sagen wir einfach mal für dich. Im Zweifel für den Angeklagten, das war Freitag. Dann hast du es zumindest ein paar Tage ausgehalten. Das Ding ist halt, Neo. Ich glaube, das Problem ist, oder was heißt das Problem? Ich glaube, die Leute, die sich im Discord haben, ich glaube, die am meisten rumschreien, also die sich am meisten aufregen, ich glaube, das sind genau die, an denen Gala sowieso nichts verdient. Ehrlich gesagt. Also ich glaube, die da am meisten rumschreien, sind wahrscheinlich die Bot-User, die ihre Items nicht auf dem Main-Account rübertauschen können, die Reseller, die nicht mehr jeden Tag den Leuten ihr Cash aus den Fingern reißen und fürs Zehnfache weiterverkaufen. Also ich glaube, es sind genau die Leute, an denen Gala eigentlich sowieso nichts verdient. Und deswegen juckt es dir auch nicht, wenn die nicht mehr spielen. Weil es denen scheißegal ist, weil sie durch die eh kein Geld verdient haben. Ist auch nur eine Vermutung. Aber wenn man sich so die Vergangenheit anschaut und wie viele Krisen das Spiel schon durchgemacht und überlebt hat, scheint das eigentlich echt der Fall zu sein. Weil anders wäre es ja schon lange nicht mehr online, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas in der Art passiert. Im Sinne von, irgendwas funktioniert nicht und die Leute verlieren die Lust. Oder verlieren die Geduld. Also ist wahrscheinlich, das ist auch der Grund.
dass die Leute, die das Spiel wirklich gerne spielen und halt auch wahrscheinlich am meisten Geld dafür ausgeben, dass die eh nicht die sind, die so rumschreien und sich aufregen, sondern eventuell einfach 2-3 Wochen gar nicht spielen und warten, bis es wieder geht. Oder einfach weiterspielen und durchmachen. Das wäre vielleicht noch so ein Punkt. Weiß ich, also kann ich nicht beweisen, keine Ahnung. Wie auch. Aber ist eigentlich naheliegend, weil sonst wäre das Spiel ja schon längst offline. Wenn der wirklich harte Cash-Kern so schnell aufhören würde. Den dürfte es ja dann schon ewig nicht mehr geben. Welche Buffs vom Ringmaster sind wichtig? SF, Protect, GT und Gewur und HC sind die, die man am häufigsten benutzt. Also eigentlich fast alle außer Merkaba und was nochmal der, wo Magic Protect gibt, Magieabwehr, fuck, wer ist denn der nochmal? Holy Guard, genau. Und hier Rain. Also SF, GT, HC und wenn du durch Dungeons läufst, ist Gewur noch wichtig. Aber du dürftest eigentlich eh genug Skillpunkte haben. Also am Anfang wahrscheinlich nicht, aber spätestens so mit 75 oder 80 oder so. Aber du hast ja alle Skills eh noch nicht ab 60. Du bist gestern Abend nochmal zu den Färfern, der Vagrant war immer noch fleißig am Farmen. Also war es doch ein maschineller. Tja. Jede Krise hat Flife zwar nicht getötet, aber deutlich geschwächt. Ja, aber es kommen auch wieder Hochphasen. Serverstart von Dryad zum Beispiel hat viele Leute zurückgeholt. Sowas stärkt das Spiel dann auch wieder extrem. Ist ja das klassische Auf und Ab. Wie würde ich auf eine Trade-Scroll reagieren? Das wird nicht passieren. Ich hab's schon mal gesagt. Bevor sie sowas machen, führen sie einfach das Auktionshaus und alles wieder ein mit dem bestehenden Fehler und probieren es einfach zu vertuschen. Und so zu tun, als wäre es gefixt. Eine Trade-Scroll wäre auch viel zu kompliziert. Das wäre eine komplett neue Mechanik, die sie erstmal erfinden müssen. Atom, was geht ab? Holy Cross kann man nicht buffen, oder? Nein, das ist kein Buff, aber damit, wenn du ein Monster anvisierst und das benutzt, dann verdoppelst du den Schaden beim nächsten Schlag. Also ist schon geil. Aber ja, es ist kein Buff, kein direkter. Ne, der war safe die 7 Stunden ganz fleißig am Bildschirm. Und nicht mal Level 20 geschafft, ja. Eieieiei. Auf RM hängst du mit den Seeds immer noch
50 hinten dran. Auf dem Main bist du immer plus minus 5. Ja, ich bin stabil bei 120. Immer noch. Naja, Neo, die Leute, die da gespielt haben, haben wohl immer da gespielt und werden auch immer wieder dahin zurückkehren, egal was passiert. Larrys eben. So, ich mach jetzt mal Dramnok. Mal gucken, ob was bei rauskommt. Welches Set nimmt man so als RM? Necklos, Rimmeth oder Revenio? Beliebtheit wäre Rimmeth, Revenio, Necklos. Bei Necklos und Revenio eigentlich genau das gleiche ist. Revenio ist nur doppelt so gut. Und doppelt so teuer. Also, Necklos ist einfach nur die Low-Budget-Revenio-Variante. Eigentlich das gleiche wie Aini und Nox quasi. Vom Prinzip her. Du bist mit 30 Seeds voraus, Yukiko. Damn. Lol, ich dachte mir schon. Kein Quickstep gebufft. Das ist eine Pax-Suit gedroppt. Oh. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Pax gibt Int. Int oder MP-Rate oder sowas. Hat einen ganz schlechten Set-Effekt.
Einfach gleich das Tagesziel, what the hell. Muss wahrscheinlich jetzt echt mal ändern. Wenn morgen die Droprate immer noch so gut ist, dann ändere ich es mal. Dann erhöhe ich es mal auf 600 oder so. Aber seid schon krank. Ich meine, die ganze erste Woche habt ihr es ja gesehen. Das war nicht mal die Hälfte von dem, was man jetzt droppt. Ich weiß noch einmal, war es 1 Uhr, da habe ich es quasi gerade so geschafft, in fast 4,5 Stunden die 400 zu farmen. Wegen Dramnoker Minus und sowas halt. Da hat es halt ewig gedauert. Jetzt dauert es gerade mal noch eine Stunde, 1,5. Dann hast du es einfach. Das ist jetzt schon crazy. Kompletter Turnaround. Was die Menge angeht. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo Talins jetzt bei BPs noch in waren und sehr teuer gehandelt wurden. Ja, das war jetzt eine Zeit, wo man noch nicht so schnell gelevelt ist, wo man noch lange Zeit vor Level 90 vor Level 105 verbracht hat. Und halt auch Crit-Rate, also Electric S-Karten das Beste waren, also Crit-Rate viel schwieriger zu bekommen. Etc. Aber jetzt schaffst du es ja eigentlich, wenn du Erfahrung hast und es wirklich unbedingt erreichen willst, dann kannst du jetzt ja quasi neu anfangen und eigentlich 105 erreichen in 24 Stunden mit den XLM, please. Wenn dir vielleicht noch jemand ein bisschen hilft. Also, oder du... ja, wobei mit Luzakas Knuckle und so. Also, wenn du wirklich durchziehst, dann kannst du es schon schaffen. Und dann bist du halt instant 105 und trägst direkt Ruddy. Da kannst du das halt dann schenken. Vor allem ist Talin ja auch schwierig zu bekommen. Du musst ja dafür im Level 30er Bereich farmen. Das sind ja trotzdem Set-Teile. Uff. Da ich den Cooldown ein bisschen überschätzt. Damn. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Unterschätzt wurde er. Dann machen wir jetzt noch den Behemoth Level Up. Den 1-3. Der andere ist nämlich nur 1-2, by the way. Den ich jetzt gerade eben gelevelt habe. Dann haben wir noch einen 1er. Machen wir den noch Level Up und dann A-, beziehungsweise ja doch. Passt schon. Na gut, es ist eh nur noch einen Tick, dann können wir uns eigentlich schon porten. Okay, immer noch die beiden hier. Nice, nice, Ronny. Droppt schon echt brutal. Finde ich aber gut so, weil das Event ist ja eh nicht besonders krass. Also es kommt ja dadurch jetzt auch nicht irgendwie tonnenweise krankes Equipment auf den Server oder so. Das einzig wirklich selten ist ja wirklich dieser Wedding Ring. Und der wird wahrscheinlich trotzdem noch ziemlich selten bleiben. Also durch die Botter natürlich nicht, aber selten genug, dass sie nicht jeder hat.
Und der andere Drop war nicht schlecht. Bei Lutzakas Sots nicht mal 100 Mio wert waren. Also 1-3. Ich sag 2. Das ist doch 5, oder? 5 gibt 11, 4 gibt 7. Rich. Rich. Eins, drei, fünf, baby. Damn. Jetzt ist die Frage, was ich mit dem mache. Also irgendjemand meinte mal, 135 wird für 2 Milliarden verkauft. Kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dann wiederum eigentlich schon. Weiß nicht. Also ihn nochmal Level Up machen wird, glaube ich, ziemlich dämlich. Oder ihn noch leveln, weiß nicht, ob das den Preis so sehr erhöht hat. Ist halt Risiko. Es dauert halt 26 Stunden. 26 Stunden, 40 Minuten. Ist halt eine lange Zeit, da kann eine Menge schief gehen. Ich packe ihn jetzt auch mal lieber aus. Ein. Give it a try. Ganz sicher nicht. Das Ding wird nicht nochmal gelevelt. Vielleicht mein erstes Patch seit Ewigkeiten, das 135 ist, selbst gemacht. Schon echt schwierig, muss man sagen. 135. Oh, und danke euch. Fürs GZ. Hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Der ist nächstes WE fertig. Uff. Hast du mich gerade Suchti genannt? Irgendwann Mistakes draufschmeißen. Ja, aber die sind jetzt schon so schweineteuer. Ich glaube, Mistakes und Miracles waren bei 250 Mio, als ich das letzte Mal geschaut habe. Das ist schon krank teuer. Wenn du da 100 Stück brauchst, im schlimmsten Fall, ist schon sehr teuer. Weiß nicht, ob sich das lohnt für die bisschen SDR. Und 101-Night ist voll SDR, genau wie Blade. Oh, Moment mal, habe ich überhaupt Inventarplatz? Nee. Aber ich habe bis jetzt auch nur zweimal die gleiche Box gedroppt. Treue Level 17 Atom. Und ein Drittel ungefähr. Du hast mich doch schon überholt. Das hast du doch letztes Mal schon festgestellt. Die Antwort ist doch ganz einfach, wie viele Fly-Fenster habe ich gerade offen? 1. 1, wie jeder normale Spieler. Und Pet-Hammer-Boxen farmen flauschiges Gefühl jedes Wochenende? Nicht ganz. Die letzte war vor 7 Wochen. Vor gestern. Also die davor war im März. Anfang März. 7 Wochen ist schon eine lange Zeit. Und 6. Teammember, Capoeira oder Dragossa?
Na, mein Streik auch so. Ich wäre für Capoeira. Ivarat für Capoeira. Oder wohin genau, falls es das gibt. Sollte man bei dem Event eigentlich die Boxen öffnen? Also wenn man im Prinzip nichts daraus will, sondern nur möglichst viel Penya. Nö, dann solltest du sie wahrscheinlich lieber verkaufen. Dann solltest du sie wahrscheinlich lieber verkaufen. Du bist treuer Level 18. Also ich fürchte für dich, zählt das nicht mit dem Treue-Level, weil du spielst ja gar nicht wirklich. Also ich glaube, ich schreibe dem Support mal, dass dieser Atom, dass dem mal 17 Level abgezogen werden, weil der eigentlich nie spielt, der ist immer nur AFK. Ist schon fast ein bisschen unfair. Der bottet doch das Treue-Level. Der ist gar nicht treu. Dem seine Frau hat ihn noch nie gesehen. In-game. Die weiß gar nicht, wie er aussieht. So kann das doch nicht. So geht es doch nicht. Die Osterkörbe ab noch 90, die würde ich erst recht verkaufen. Weil aus 90 wirst du sehr wahrscheinlich keinen CS-Teil bekommen und... Ich meine, mit den Ostereiern könnte man theoretisch wahrscheinlich auch Plus machen. Also naja gut, ich würde mal abwarten, wie der Preis ist. Aber die Osterkörbe waren, glaube ich, Tiefstpreis. Waren doch so 5, 6 Mio, glaube ich, auf Dread. Und... Ja... Wenn die genauso günstig sind, wenn es wieder geht, dann würde ich sagen, kannst du auch öffnen. Wenn sie teurer sind, wieder bei so 9, 10 Mio, dann würde ich sie auf jeden Fall verkaufen. Hast du sehr schnell sehr viel Cash. Und mit den Ostereiern musst du wahrscheinlich eine ganze Zeit warten, bis die mehr wert werden. Und dann machst du, glaube ich, nur dann wirklich sehr viel mehr Geld, wenn die Ostereierkörbe nichts wert sind. Tja, Floor. Dann würde ich doch lieber Targoso nehmen. Das würde ich mir nämlich niemals antun. Ich habe gehört, dass auch gerade ein Game-Styler und macht dasselbe. Erstens, woher wissen Sie das, Sir? Sie sind nicht am PC. Und zweitens, ist nur mein Game-Styler online. Ich farm nicht das treue Level AFK. Ich bin ein ehrenvoller Bürger. Da müsste ich wieder meine Eierfarmerei anfangen. Ein Capoeira wäre schon geil, aber uff, das würde eine Woche abends in Anspruch nehmen, schätze ich.
Eine Woche abends? Also quasi eine Woche lang jeden Abend? Nee. Also das würde ich nicht machen. Hab ich nicht gerade schon gesagt, ich würde es nicht machen? Mach's nicht. Das wusste ich ja nicht. Unter diesen Umständen würde ich es niemals machen, wie gesagt. Nur über meine tote Leiche. Und ja, Leichen sind immer tot. Ach, vielleicht ist das auch nur das, was die Leute euch glauben machen wollen. Vielleicht sind Leichen gar nicht immer tot. Habt ihr schon mal eine gesehen? Ich denke nicht. Kappa. Sucht besser nicht nach einer. Und vergesst, dass ich das jemals gesagt habe, am besten. Glaube ich, dass die Server abgeschaltet werden? Nope. Wieso läuft das Dreifach-Event eigentlich immer noch? Läuft's nicht? Wurde beendet. Macht's nur. Es lief einen Tag länger, weil sie es falsch angekündigt haben. Und als Entschädigung lief es dann einen Tag länger. Weil die Ankündigung war ja für einen Tag früher. Also haben sie es einfach einen Tag länger laufen lassen. Ich habe es aber nicht mehr genutzt. Montags kann ich nicht zocken, weil ich da arbeite. Scheiße, ich habe die Boxen nicht eingelagert. Ah. Sehen Ori und Monster drin schon besser. Direkt nach dem Event, aber das Ding ist. Was meinst du mit Ground? Ich glaube, das sollte was anderes heißen, oder? Ach so, Boden auf Englisch, lol. Ich dachte, du wolltest Grund schreiben oder so. Elmeo. Zum kurz nach 17 Uhr noch mal kurz reingeschaut. Hast du noch nicht alle deine Uhren auf die philippinische Zeitzone umgestellt? Mann, 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 Atom. Wo ist dein Enthusiasmus? Dir fehlt ein wenig Integrität, mein Freund. Paar-Zeitumstellung Po? Bitte. By the way, gab es eine neue Abstimmung bei Project M. Sogar zwei. Heute. Is it acceptable to complete a challenge, e.g. capture, when the system suspects the player of being a bot? Also sie wollen quasi, wenn du augenscheinlich ein Bot bist oder irgendwas fishy läuft, du zum Beispiel nur mit der Maus klickst oder so stundenlang oder keine Ahnung, weiß ich, was da die Anzeichen wären, kann es sein, dass du dann mal eine Abfrage ausfüllen musst, dass du ein Mensch bist. Sonst läuft nichts mehr. Hat 245 Upvotes und 10 Downvotes. Also wird safe durchgehen. Aber ich mache auch mal ja. Das heißt, sie können Bot-Usen vom System aus nicht unterbinden. Aber das war ja eigentlich klar. Das ist ja fast unmöglich, sowas zu unterbinden. Also, es ist legit unmöglich. Die Leute werden immer einen Weg finden zu botten und so. Es geht nicht.
Considering that the game provides a way to open vendor shops in town while actively playing, automated multi-clienting detection systems can't be 100% sure and thus can't disconnect or ban a character. Wait, what? However, while waiting for a game master to review the report. Oh, da haben sie den ein D zu viel. To review the report. Oder ein Komma zu wenig, ich weiß nicht. The system might silently decide to divide suspected players' drop and or XP rates by the number of accounts during the game session. Wollen sie jetzt die Leute dafür bestrafen, dass man multi-clientet? Also haben fast alle Leute Nein gewählt. 167 Nein, 50 Ja. Irgendwie verstehe ich es nicht, weil wenn sie nicht wollen, dass man Multi-Client hat, dann sollen sie das halt einfach sagen. Und Leute, die dabei auffallen, werden dann halt gebannt. Also ich verstehe jetzt ehrlich gesagt den Sinn dahinter nicht. Also heißt das quasi, du darfst Multi-Clienten, um einen Shop aufzumachen, aber du darfst nicht mit zwei Charakteren spielen oder was? Weil eine Auswahl ist auch yes, but only when a dual client is a full support. Und das dritte ist yes, but not for full support dual clients. Also, keine Ahnung. Irgendwie ist sau schlecht erklärt, was die damit meinen. Beziehungsweise hätten sie jetzt dazu schreiben sollen, ob sie jetzt Dual-Clienten wollen oder nicht. Ich mach einfach mal Nein. Weil Dual-Clienten, würde ich schon sagen, ist wichtig. Und wenn man dafür bestraft wird, wäre es auf jeden Fall nicht cool. Und eine neue Suggestion gab es auch schon. Die ist aber schon vom 8.5. Ich weiß nicht, ob ich die schon gesagt habe. Ich glaube schon. When you use a new pickup pad for the first time, you are able to change its name. The new name of the pickup pad will be displayed above the pad's model and in description. You can change this later with a CS scroll. Also du kannst deinem pickup pad, wenn du es das erste Mal auspackst, einen Namen geben und den hat es dann für immer. Und den kannst du nur noch ändern, wenn du nochmal eine Scroll benutzt. Ist irgendwie ein bisschen weird, aber ja. Ist mir ehrlich gesagt egal. Also es ist weird, dass du einem Pickup-Pad einen Namen geben kannst, meine ich. Und ja, das war's eigentlich schon wieder. Voll am Tanken und dann das. Dude, give me a rebuff, give me a rebuff. Bro, I need to pick every window with a car inside, man. Give me a second. It's my second try, bro. Bro, you're dying. I can't food, man. Have to make the capture, bro. Bro, Clockbox is killing you. I can't, man. I can't. The capture is holding me back. Destroyed by capture. Wenn du AOE ist, wäre es auch mies.
Wenn du irgendwie so eine halbe Stunde rumstehst, dann fängst du gerade so an und dann kommt irgendwie erst die Abfrage oder so. Uff. Puls zu 30 Mammuts und dann Capture. Rip. Vor allem, wenn das dann echt mit den Bildern kommt, wird es ja wahrscheinlich zwangsläufig. Und dann musst, und das brauchst du so 5 Versuche, wo du es jedes Mal richtig machst, aber einfach weil der Scheiß nicht will. Oder sowas. Eieieiei. Ja, mal schauen, wie übertrieben die das dann gestalten. Aber wenn es gut funktioniert, dann kommt die Abfrage ja wirklich nur dann, wenn du wirklich komplett AFK bist. Und dann kann es dir egal sein, wenn es gut gemacht ist. Hast du gerade mein Video angeguckt? Wenn du es richtig anstellst, solltest du morgen Capoeira haben. Wird nur Protein und so teuer. Ach, kann man das faken oder was? Also die Basiswerte erhöhen und dann das Pokémon quasi bestimmen, das man kriegen wird. Naja. Ja, ist doch nice. Ist wenigstens ein Pokémon, das nicht jeder hat. Gut, Taragosso jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Kurz vor MVP und dann erstmal Brücken anklicken. Der andere pisst sich schon in die Hose, rennt vor dir die ganze Zeit weg. Du bist gerade so an ihm dran, dann bleibst du einfach so stehen und er killt dich. Und du kannst nicht mal fuchen. Oder so. Terranaut, was geht ab? Aus einem Dungeon von einem Dude das erste Rabauzorn. War das nicht mal eine Belohnung? Ich weiß auch nicht in welcher Edition, aber hat man das nicht mal in diesem Gym bekommen? In dem Kampf-Gym? Da hat man das doch einfach mal geschenkt bekommen, oder? Von dem Meister, wenn man den besiegt hat. Das war wahrscheinlich eine andere Edition. Ach, hast du es gesehen? Atom. Oder Terranaut auch. Playpark hat auf Facebook gepostet, wen sie gebannt haben. Quasi das genaue Gegenteil von Bora. Sie haben einfach gepostet, die Leute, die sie gebannt haben. Die letzte Woche. Saugeil. Öffentlich exposed, die Schweine. Das stimmt allerdings, Flora. Das stimmt wohl. Wobei Quappo benutzen, glaube ich, dann wahrscheinlich noch einige. Also Quappo ist wahrscheinlich noch relativ beliebt. Aber ja, die anderen nicht so. Um so viel, um was Ordentliches damit zu kaufen, dauert der ewig. Dauert es auch, ja. Also ich habe jetzt 1021. Ist fast unmöglich. Aber das ist fast unmöglich, aber du musst halt sehr lange spielen. Aber man sammelt sie ja eh nebenbei, deswegen das ist nicht ganz so schlimm. Nice, Terranaut.
Wieso das Barony macht? Weil es Larrys sind. Ein Standort, wofür sie gebannt wurden? Oder war das völlig klar, warum? Third-Party-Program, also wahrscheinlich Bots. War der Grund. Für welche Helmskills braucht man die Poster denn eigentlich? Für alle außer Project und HC, glaube ich. Alle anderen brauchen eins. Alle anderen, die man benutzt, brauchen auf jeden Fall eins. Oh, Tagesziel haben wir erreicht. Easy peasy. Lemon squeezy. Die Wall of Shame. Ja. Ja, ich glaube, sie haben es nur zu. Also, sie posten wahrscheinlich nicht jeden, der gebannt wird. Ich glaube, das machen die wahrscheinlich immer nur mal wieder so als Abschreckung. Ist ja aber auch gut so. Den Leuten zeigen, dass es sie erwischen kann. Das ist echt frech, wenn es dann sogar noch AFK mit im Shout steht. Ja. Aber keine Ahnung. Ich kenne keinen, der dafür jemals bestraft wurde. Leider. Du meinst wie der aufgespießte Kopf vorm Tor? Ja, Flor, genau das meinte ich, nur 100-mal unmittelalterlicher. Sie müssen jetzt keine Leute umbringen, das geht dann glaube ich doch ein bisschen zu weit. Ich meine vielleicht mal hier und da einen, aber ey, ich meine was? Hm? Wie bitte? Ich habe nichts gesagt. War was? Da ja noch ein Pet, das kurz vorm Level Up steht. No. Den müsste ich mal auf S-Klasse machen. Noch zwei Recovery Pieces, dann kann ich meine herstellen. Es waren tolle Zeiten, es dieben noch die Hand. Punkt, Punkt, Punkt. Uff, ich glaube, in manchen Ländern der Welt ist das noch so. Ich glaube, das ist actually noch verbreitet, teilweise. Das GM in-game hingehen, das Level 1 war grand, bam, 100 Millionen Crit. Naja, um 100 Millionen zu critten, muss jemand auch 100 Millionen Leben haben, aber. Yeah. Ich weiß, was du meinst.
modernes Strafrecht nennt man das? Ich weiß ja nicht. In Indien gibt es so ein Gesetz mit dem noch. Dann sollten die das mal bei diesen Scam-Call-Centern anwenden. Ich habe letztens so ein paar Videos geschaut, wie die basten. Da gibt es ja ganze Firmen, deren einziger Zweck ist es, Leuten ihr Geld zu klauen. Also mit so Scam-Anrufen und so PC-Pop-Up-Fenstern, die du nicht zumachen kannst und so ein Scheiß. Ist das crazy. Da gibt es halt ein ganzes Netzwerk und da sind sehr viele leider aus Indien dabei. Und das ist ja im Endeffekt auch Diebstahl. Jetzt ist meine Differenz 144. Waren es vorhin 120 mal, ne? Schon, gell? Und Flor, du hast Glück. Ich habe auf meinem Flauschi tatsächlich 3 Neujahrsglücksbeutel. Und ich habe nur noch einen Tag 23 Stunden Red Scroll. Und da kann der Red Scroll drin sein im Neujahrsglücksbeutel. Ich glaube zwar nur 15 Tage, aber trotzdem. Also da wird es ein klitzekleines Opening geben. Creak, Rack, Kraken, 3 Boxen. Und da die anderen Lucky Boxen wahrscheinlich auch noch. Sind ja eh nichts wert. Nicht viel. Hebeln, hebeln, hebeln. Aber erst, wenn es traden wieder geht. Vorher bringt es mir nichts. Dann tiltet es mich nur, wenn ich wirklich eine bekomme und sie dann nicht rübertauschen kann. Weil man da mal gucken müsste, ob die übers Gildenlager geht, aber normalerweise nicht. Und die Boxen vorher rüberzutauschen wäre auch sinnlos, weil kein Platz. Und bin mir ziemlich sicher, die Items, die rauskommen, kann man safe nicht traden. Man sagt ja, in Korea wird gegen Botting oder Hacking wirklich strafrechtlich vorgegangen. Oder in Form von einem AGB-Verstoß mit Vertragsstrafe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weil es vielleicht nur deswegen daran liegt, dass die, wenn du in Korea irgendwas spielen willst, musst du dich ja legit mit deiner Sozialversicherungsnummer anmelden oder so ein Scheiß. Vielleicht deswegen. Weil sie dich ja auch tracken können. Du kannst ja nicht sagen, ja, das warst du nicht. Aber dafür müsste jemand deine Nummer geklaut haben, sozusagen. Also unwahrscheinlich, dass sich jemand mit deiner Nummer angemeldet hat. Das würden sie bei uns wahrscheinlich auch machen, aber das darfst du ja nicht. Datenschutz. Wird
Beziehungsweise, keine Ahnung, es würde wahrscheinlich gegen 50 Gesetze verstoßen. Wenn ein Spiel, es würde ja gegen 1000 Paragraphen im SGB wahrscheinlich verstoßen. Wenn die die Nummer fragen würden, abfragen würden, private Unternehmen. Wieso verschwinden meine Buffs ständig unten aus der Leiste? Wahrscheinlich, weil du draufkommst und sie dann rausziehst. Hast du das Schloss hier geschlossen? Hast du das Schloss geschlossen? Das ist doch mal ein Satz. Ist zu? Dann kann es eigentlich nicht sein. Also du ziehst halt andere Items rein. Also du ziehst halt ein anderes Item drüber sozusagen. Aber dann ist das ja nicht leer, sondern dann ist halt was anderes da. Sonst keine Ahnung. Eigentlich geht es dann nicht. Winterbart ist immer noch gut ausnutzen, solange es geht. Yeah. Reich werden. Wobei man mit dem Event wahrscheinlich nicht reich werden wird. Kommt er vielleicht auf den Drehkreis? Wenn du Ö drückst oder hier, dann wechselst du die Dinger durch. Das bezweifle ich auch sehr stark, dass das bei dir der Fall ist. Weil dann sind die Buffs ja auch nicht weg, sondern dann... Ach so, ja gut, okay, wenn du nicht alle drei Leisten offen hast, na gut, dann kann es schon sein. Kommst du vielleicht ab und zu mal auf Ö? Vielleicht wenn du P drückst, weil wenn du Ö drückst, dann wechselt es. Das könnte doch sein, wenn du die Leisten nicht alle drei offen hast, weil dann siehst du es nicht. Dann verschwindet es quasi einfach. Und du hast gerade einen witzigen Gedanken, kann man durch die Pokémon-Liga rushen Nummer 6 Gyarados? Pff, bestimmt. Gibt doch bestimmt. Das hast du doch sogar mal erzählt, dass es Leute gibt, die mit 6 Hornlio oder nur mit Hornlio spielen. Und, oder wenn ein Pokémon stirbt, dass du es nicht mehr benutzen kannst, meinte doch auch mal jemand. Und sowas. Da ist 6 Gyarados wahrscheinlich noch ziemlich einfach. Als Challenge. Und er reich an Pots. Ja. Der schönste unter den Gärtnern. Der mit dem schönsten Garten. Wettbewerb. Aber Gyarados hat starke Schwächen. Wieso? Flug und Wasser?
Von mir aus kann die Handelssperre bis zum Ende des Drop-Events bestehen bleiben. Achso, zumindest Spring-Events. Meinst du wegen der Drop-Rate? Wenn es damit wirklich zusammenhängt, aber wahrscheinlich. Ja, wenn es so weiter droppt, dann könnte man fast 2000 Boxen schaffen. Weil so kann man am Tag eigentlich fast die 100 Boxen anpeilen. Wenn man ein bisschen länger farmt. Elektro mal 4, Eis mal 2, Gras mal 2. Und es hat nicht gerade ein ausgewogenes Attackenbild. Was ganz? Normal, Wasser und Flug, oder? Unlicht. Knirscher kannst du. Und Biss. Ja gut, aber es ist nicht so, dass wenn du mit Pokémon, die alle Level 100 sind, dann schaffst du es doch immer easy. Oder nicht? Wenn alle deine 6 Pokémon, ist es schon fast egal, was du benutzt. Wenn die Level 100 sind. Da one-shottest du ja wahrscheinlich auch schon mit nicht sehr effektiven Attacken wie Viecher. Level 100 ist aber langweilig. Oh. Entschuldigung. Nice, Ronny. Deine werden mit Glück alle 45 oder so sein, wenn du in die Liga gehst. Wenn du ordentlich levelst. Na, 45? Ist das nicht fast ein bisschen wenig? Pokémon Schwert wird man halt krass verwöhnt. Wenn du dann Pokémon tötest oder fängst, kriegen ja alle 6 Pokémon, die du dabei hast, Erfahrung. Und halt auch, wenn du Pokémon fängst, das hast du ja sonst auch nicht. Ist halt crazy. Da levelst du so extrem schnell und einfach. Wie spät du erst einige Teammember bekommst. Capoeira, das brauchst du, kann ich erst jetzt fangen. Tja, EP-Teiler, der gute Alte. Der olle Zuverlässige. Hau rein zu Barca. Spiel nicht zu viel Fußball, man. Den benutze ich, aber der ist nur für einen Pokémon. Ja, aber du kriegst doch jetzt nur noch ein neues, schwaches. Die anderen können auch selber leveln. Soll nochmal was machen für ihr Geld.
Es dauert halt auch entsprechend ewig, die Trainer sind limitiert. Wilde Pokémon sind nur 29 oder so. Aber kannst ja in höhere Gebiete, oder nicht? Oder sind die wilden Pokémon da anders berechnet? Die Level von denen. Die sind nicht höher. Echt nicht? Geht der Handel wieder? Nope. Außer in Endgame-Gebieten wie Silberberg. Dann wird es wohl eine kleine Höhenexpedition, hä? Oder kommst du da noch nicht hin? Ja gut, aber wenn du einfach jedes wilde Pokémon tötest, das dir begegnet, so habe ich das früher mal gemacht, wenn ich unterlevelt war. Einfach alle wilden Pokémon töten, einfach jeden Kampf, der dir begegnet, ausfechten. Wenn du das eine Zeit lang machst, dann bist du früher oder später ziemlich überlevelt. Dann hast du eigentlich gar keine Probleme mehr. Machst du auch? Oh. Immer mein Eindruck zum Klassenbalance in Project M. Keine Ahnung. Auf dem Papier sah es gut aus. Aber ich konnte ja nicht jede Klasse spielen. Keine Ahnung. Sowas kann man, glaube ich, auch erst richtig beurteilen, wenn das Game da ist. Weil PvP zum einen, ja, das halt auch immer ein Nebenfaktor auf jeden Fall ausmacht. Also ob sie im PvP OP sind oder nicht. Und zusätzlich war es ja alles nur Testing und Beta. Also schwer zu sagen. Wenn du merkst, dass die ersten 50 Leute auf Max-Level alle die gleiche Klasse spielen, wobei es wahrscheinlich sowieso der Fall sein wird, aber trotzdem, dann könnte man vielleicht mal drüber reden, dass da irgendwas nicht ganz balanced ist. Oder wenn es einen überwiegenden Anteil von einer Klasse gibt, also irgendwie 80% aller Charakter sind diese Klasse oder so, dann würde ich sagen, läuft irgendwas falsch. Aber es ist schwierig, sowas merkst du ja selber kaum. Rein vom Damage her glaube ich nicht, dass es so einen großen Unterschied geben wird. Weil das Equip halt ziemlich trash ist. Das heißt, selbst wenn eine Klasse mehr Schaden macht als eine andere, wirst du das da gar nicht so stark merken. Höchstens im Endgame dann. Weil man auch mal Sockel und sowas hat. Und ich meine, das. Jede Klasse so seine eigenen Vorzüge hat, das soll ja so sein. Sonst wäre es ja langweilig. Das neueste Handelsblockade von Bora? No. Nichts Neues. Zweimal Race Boots M jetzt gedroppt. Im Dungeon zwischen Orden 7 und 8 sind die wilden Level 23?
What the hell? Ist ja voll crazy. Und Bad. Was geht ab? Wenn erst wenn der Knight wieder seine ursprüngliche Rolle als Full Tank sinnvoll nutzen könnte, er nicht vom durch HC quasi als Tank ersetzt und Users gemacht wird. Keine Ahnung. Da sie einen Waffen mehr wieder, oder dass sie jetzt einen Waffen, einen Klassen zwei verschiedene Waffeneffekte geben, ist das ja auf jeden Fall schon mal eher ein schlechter Schritt für den Knight. Weil dann der Ringmaster eigentlich eher wieder attraktiv, noch attraktiver wird. Weil er jetzt ja bei uns hat er ja keine Tank-Effekte, außer Cast-Time. Wenn er bei jeder Klasse, bei jeder Waffe, wie AG, zusätzlich noch AP-Rate und Blockrate kriegen würde, dann wäre dann er immer ich wieder noch attraktiver. Ist gestern mit 246, 238 abgeschlossen das Event. Nice. Ich mit einem Fünftel, nicht mal. Davon. Es hat niemand im ganzen Event auf Yggdrasil im Knochenpferd gefarmt, alles selber immer voller Event-Mobs. Interessant. Hau rein, Rekuba, gute Nacht. So. Wir müssen jetzt nochmal in den Dram noch. He cancelled my blink wing.
Du hast gerade ein Sneeble gefangen. Und nicht Eis. Hätte ich gern vor dem 8. Orden Drachen gefunden. Aber hat das nicht ziemlich wenig KP? Ist es denn überhaupt so gut? Das muss man doch nur anhusten, dann stirbt es doch schon an Rona. Okay, das war vielleicht kein so guter Witz. Flausus, M und Darkon waren immer welche. Und Flaris hast du aber dann deine Runden gedreht. Na gut, gibt ja 4 Channel. Tja. Naja, auf Yggdrasil waren die Events die letzten Male, glaube ich, immer nicht so wirklich krass überfarmt wie früher. Vielleicht benutzt du das Encanto, mal gucken. Und es ist Zeit, dass es Zeit ist für die Zeit, in der Yukiko einen 24-Stunden-Durchzock-Stream macht. Let's go. Kappa. Gute Nacht. Auf welchem Server zocke ich? Jetzt gerade auf Dryad. Es ist verdammt schnell. Ich guck mal auf der Bank nach. Tun sie das. Hat auch später auch eine Weiterentwicklung, aber erst sehr viel später. Noch was aus dem Dungeon raus. Dungeon. Heißt es wirklich so auf Englisch? Auf Deutsch sagt man doch einfach Höhle, oder? Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie Pokémon auf Englisch gespielt. Nee, eher Cave. Ah, okay. Ich dachte schon. Weil dann wäre Höhle irgendwie auch eine komische Übersetzung. So, gönn mal was, du droppst ja nie was. Ich hab vorhin nur Zucker Monet Sword gedroppt. Psst. Oh oh. Shit, nicht aufgepasst. Ja, übertreibt halt komplett. Das sind halt nicht mal so viele Monster, das sind 10 Stück, wenn überhaupt. Gönnst mir ausnahmsweise mal ein Ori. Ich habe tatsächlich nur eins, also ich könnte eins gebrauchen. 2 Ruddy Suits im Inventory. Ich bin rich. Und Blaine Guards und Remove Suit. Rich.
Ein Band ist vielleicht noch drin, wenn du lieb fragst. Kriege ich bitte ein Band? Bitte? Sir? Ma'am? Bitte? Dear Sir or Madam? Immerhin hat er beide. Immerhin hat er beide Event-Quests gedroppt. Aber das war ein Hauch von nichts. Kein einziges Item. Außer Event. Ah, verstehe. Er hat nicht Event verstanden, er hat Event verstanden. Oh, Entschuldigung. Ich sollte wirklich an meiner Aussprache arbeiten. Natürlich. Mein Fehler. Heute Mittag habe ich einen Schlurp gefangen. Oh, wie viel sind die Neujahrsglücksbeutel wert? Keine Ahnung. Die werden nie verkauft. Weiß ich nicht. Heute Mittag einen Schlurp gefangen, aber das kann leider keine gescheiten Attacken in Gen 2, außer Stampfer und Stärke ist VM. Aber ein Stampfer Normal-Pokémon habe ich ja schon mit Damiaplex, das sogar durch Zucht Unlicht dazu bekommen hat. Und Psycho, oder? Oder, ah ne, nur Hypnose und Konfusion, oder? Schon mal gefragt, Grip. Biss und Hypnose, Psycho in Form von Psystreit, Ariados durch Zucht erhalten. Ah ja. Gefühlt keins der Pokémon, die du benutzt, gibt's im Pokémon-Schwert. Außer Quappo. Und Sneebel, glaube ich.
Wie geht's mir? Posture. Ich lebe. Shop of Rises könnte auf jeden Fall besser laufen. Ich habe jetzt ein Item verkauft. Und das ist Nice Floor. Wenn man als Ranger doch eh Feierkarten zockelt, kann man doch auch ein Jojo nehmen, um die SDR noch besser zu verwerten. Ich weiß, dass du es als Joke gemeint hast, aber ich bin mir nicht sicher, ob dir klar ist, dass Jojos auf Jester begrenzt sind. Also Ancient Jojo zum Beispiel kann nur einen Jester tragen. Ich weiß nicht, ob es welches das letzte ist, was Akrobat ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Luzagas Jojo Akrobat ist, ehrlich gesagt. Ich glaube schon. Alle Luzakas Waffen. Aber bei Assist ist es ja sogar bis Royal. Aber spätestens ab Master ist es alles für Klasse spezifisch. Und Luzaka ist Trash. Luzaka geht doch, Luzaka ist Trash. So komplett Brain AFK, ich dachte, man braucht ein Gildenhaus, um an das Gildenlager zu kommen, und dann kam gerade die Erleuchtung. Ja. Ärgerlich. Aber ich meine, das Gildenhaus kannst du ja trotzdem benutzen zum Steuer hinterziehen. Passt schon. Könnte schlimmer sein. Dafür brauchst du erstmal 12 Chars oder so. Brauchtest du erstmal 12 Chars oder so? Ja, 12 Chars und Level 3. Und 100 Mio. Dex ist Trash. Du bist, ich meine, ja, Dex ist Trash. Naja, das Schlimme ist eigentlich nicht der Dex-Wert, das Schlimme ist eher die Crit-Rate. Ich meine, dass Dex Trash ist, ist ja schön und gut. Also, das ist eigentlich nicht, aber okay. Könnte man drüber hinwegsehen, wenn Dex-Karten auch Crit-Damage geben würden. Tun sie aber nicht. Hast du noch mehr Platz im Lager? Wieso? Das Lager ist doch gleich groß, oder? Crackshot sollte irgendwie die ganze Crit-Rate über 100% extra verwerten können. Uff. Es gibt halt Leute, die denken, das ist so.
Also es gibt Leute, die denken, dass das stimmt. Das ist auch so ein Gerücht, das sich schon seit Ewigkeiten durchzieht. Quest ist bei Ausrüstungsteil und Event Food. Kannst du das Skaten-Lager parken? Achso, es war jetzt einfach generell auf das Skaten-Lager bezogen. Ich dachte, du meintest wegen dem Gildenhaus, dass du deswegen nochmal mehr Platz hast. Sollte halt so sein. Wird niemals passieren. Eine andere Klasse als Blade bevorzugen. Bist du wahnsinnig. Das würde ja Blade nicht zugutekommen. Hast du den Verstand verloren? Du meinst buffen, aber nicht Blade? Das geht nicht. Error 404 nicht gefunden. Gibt es in Astria keine Argos? Das ist der Vorteil von Premium-Gebiet, ja. Also nein, gibt's nicht. Das ist ein Vorteil. Aber meint, ich habe mein Level. Deine Levelhut für die nächste Zeit gefunden. Level 30 Kleinstein und Goldbart. Sollten ja auch noch Georock sein, die geben gute XP. Was mit Safari-Zone? Gibt's die da? Schon, oder? Safe. Ist die zu low, oder was? Nevermind. Vergiss es. Vergiss es. Ich habe zu viel Pokémon-Schwert gespielt. Ich hab's jetzt gerade mit Naturzone verwechselt. Safari-Zone kann man ja nur Pokémon fangen. Da kannst du ja gar nicht leveln. Gibt's 170er Harlequins auf DFLive? Oh, es gab einen. Aber. Beziehungsweise es gab zwei. Also ja. Jein.
keinen Kämpfen mehr. Ein Pokémon-Schwert ist es halt so, da gibt es keine Safari-Zone, sondern nur die Naturzone. Und das ist, im Endeffekt ist es die Safari-Zone mehr oder weniger. Bestimmtes Wetter, bestimmte Typen und halt verschiedene Pokémon, die du so nicht so wirklich antriffst und bla. Aber kannst die Pokémon halt auch töten. Nicht nur mit Steinen bewerfen, sondern wirklich töten. Axt und Nein, was? Es wird bald eine neue 170er Halle geben. Dich. Yeah. Ja, ich finde es blöd, dass es keine Rangliste mehr gibt. Ich meine, die war zwar eh mehr oder weniger eigentlich useless, weil sie hat ja legit nur das Level angezeigt. Aber war schon nice. Konnte man zumindest immer abchecken, wie viel Max-Level-Spieler es gibt. Das war schon interessant. Ich sehe gerade, meine Moonstones werden bald überstecken. 736? Achso, ja gut, ich heb sie aber nicht mehr auf. Na, Moment, Demon hebt sie jetzt ja auf. Vergesst, was ich gesagt habe. Es hat auch keinen. Er hat ja auch kein AOE-Skill, deswegen ist es bestimmt doppelt so schwer. Ja. Kommt halt auf dein Equipment an. Wenn du alles niedermähst, One-Shot, Two-Shot, dann geht's schon. Radikal Level 30, das wird ja immer besser. Damn. Muss ja aber vor Superzahlen in Acht nehmen. Halbiert deine KP. Hättest du das mit dem Gegenlager mal früher gecheckt? Ja, das ist unlucky. Weil es mit dem Gildenhaus ist schon ein Kreuz, das immer die Bedingungen zu erfüllen, bis man das kaufen kann. Es gibt auch so einen Bug. Da kannst du das Gildenhaus nicht kaufen. Der passiert mir immer mal wieder. Da musst du mal ein paar Tage warten und irgendwann ist es dann einfach da. Kann man das halt über 500k Block Crits hauen? Stichwort Two Hits. Kann man schon, ja. Das kann man mit jeder Klasse. Kommt ja darauf an, wie Power-Ups du gewählt bist auszugeben. Also ich habe sogar mit meinem Crack-Shooter 250k Block-Crits gehabt. Mit Link-Hitting. Aber da hat sich natürlich nicht rentiert, weil AOE trotzdem 1000-mal schneller war. Das Problem ist auch, im High-Level schwankt der Damage extrem. Also wenn du eine Yggdrasil-Waffe benutzt hast, da schwankt der Damage schon sehr, sehr krass. 250 sind noch ein bisschen selber weg von 500. Ich habe gerade gesagt, ohne Power-Ups. Are you not listening? Und außerdem Ranger, Crack-Shooter, die schwächste Klasse im Game. Das gefühlt alles ignoriert, was ich gesagt habe, außer 250k Damage. Jester macht ja mehr Schaden als Ranger. Plus Power-Ups.
Wer ist gerade dein Damierplex? Das hat als Attackenstampfer. Oh, was war das? Make-on. Oh, Trash. Stampfer bis Hypnose und gerade hier leider noch Kreideschrei. Die beiden Damage-Attacken können zurückschrecken und Hypnose, naja. Ein Stampfer macht auch relativ viel Damage, oder? Was wird es bei Project M mit Multi-Accounting aussieht? Beim aktuellen DF-Live ist das ja komplett erlaubt. Ist es, ja. Also eigentlich wollten sie es auch erlauben. Aber ich schätze mal, die neueste Umfrage sorgt für Verwirrung. Bei mir ehrlich gesagt auch. Keine Ahnung, was sie damit genau meinen. So wie es in der Umfrage steht, wollen sie quasi heißt es quasi, du darfst einen Shop aufmachen, aber du darfst nicht mit zwei Charakteren leveln, heißt es eigentlich, was da in der Umfrage steht. Also darfst nur einen zweiten Charakter fürs Shoppen machen. Heißt das. Was schon echt ätzend wäre, weil also zumindest zwei Charakter aktiv spielen zu dürfen, finde ich jetzt nicht übertrieben. Dann wird ja keiner gezwungen, deswegen alleine zu spielen. Du kannst ja trotzdem jetzt, musst ja nicht mit zwei Charaktern spielen, wenn du es nicht willst. Sind ja auch die meisten Leute dagegen. Hat ja schon 180 Downvotes. Ich habe auch downgevotet. Ich meine, nur fürs Shoppen ist schon... Ja. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, dann geh auf jeden Fall in den Discord und bei Polls und drücke auf Nein. Aber es hat eh schon dreimal so viel... Also es ist dreimal mehr Nein als Ja. Also wird es wahrscheinlich eh nicht durchgehen. Also die meisten Leute sind offensichtlich für Multi-Clienting. Das gehört halt auch legit zum Spiel. Also das hört sich mega trash an, was die da vorhaben. Oder keine Ahnung, woher diese Idee überhaupt kommt. Stampfer ist bei 65 und bis bei 60 Damage gelistet. Stampfer ist auf meinem Damage-Plex aber ein Step-Move und macht mehr Damage. Nice. Wäre dann ein 20 Aircuts Ancient Jojo mit der Waze besser als ein Jojo von den Erweckungen, vergleichbares Yggdrasil-Jojo? Yes. Bei 2 Handwaffen ist immer Ancient besser mit 20 Sockeln. Also auch schon vor 20 Sockeln. Ein sehr gutes Ancient, sehr gute Ancient-Waffe 2 Hand ist immer besser als Yggdrasil. Aufgrund von den Sockeln bei jeder Klasse. Aber Yggdrasil ist halt wesentlich günstiger. Weil das Sockeln ja so teuer ist und die Karten, das fällt halt bei Yggdrasil komplett weg.
Ich denke mal, da haben wieder ein paar Leute rumgeheult, Chivoidox. Sieht man erst, hat er doch 50 Upvotes oder 60. Ich denke mal, da haben wieder ein paar Leute rumgeheult. Das sind wieder diese Hardcore-Leute, die wollen, dass du quasi alleine nichts bist. Die wollen, dass du alleine nicht spielen kannst. Und dann wird es zu einem richtigen MMO. Das sind wieder diese extremen. Keine Ahnung, was mit denen nicht stimmt. Du musst es doch nicht machen. Nur wenn man. Ich verstehe den ihre Position auch nicht. Weil nur weil du es zweimal öffnen kannst, es zwingt dich doch keiner dazu, zwei Charakter zu erstellen. Wenn du es nicht willst, dann mach es einfach nicht und fertig. Also ich verstehe denn ihre Position einfach nicht. Warum es den Leuten wegnehmen, die es benutzen? Hauptsächlich um sich zu buffen, um dann halt irgendwelche Giants zu töten oder so. Man kann ja auch nicht alles in der Gruppe machen. Es bringt ja nichts, zu sechst bei einer Droprate von gefühlt 2% G-Waffen zu farmen, zu sechst. Ich meine, es macht halt einfach irgendwo an einem. Es gibt halt einen Punkt, wo es keinen Sinn macht, mit so vielen Leuten zu spielen. Weil du halt, bis dann mal jeder eine Waffe hat oder so. Ich meine, also es gibt halt einfach Sachen, die macht man halt einfach alleine auch in dem Spiel. Und da hat man halt keinen Bock, dass man die ganze Zeit Leute anbetteln muss, dass man gebufft wird oder so. Man will halt auch einmal seinen eigenen Ringmaster haben, dass man sich zumindest selber healen und buffen kann. Und dass man niemanden zwingen muss, dir hinterherzulaufen, dich die ganze Zeit zu buffen, was ja für viele Leute doch sehr langweilig ist. Also spielt ja nicht jeder gerne Full Support. Und ja. Also, weiß nicht. Und wenn sie es nicht wollen, dann müssen sie es ja nicht machen. Also ich verstehe das auch nicht so ganz. Aber da gibt es einige von dieser extremen Sorte. Diese Hardcore-Flyfer. Keine Ahnung, wie man die nennt. Deswegen kommen solche Sachen auch immer wieder auf bei Project M. Das sind diese Leute, die das immer vorschlagen. Glücklicherweise denkt aber der Großteil der Community anders. Deswegen kommen die meistens nicht durch mit den ihren Dingern. Welche Gauns geben nochmal ATK, außer die Mumie, hatte er zuerst das Thema, er zuletzt. Mad Hatter und Bunny, die vom neuen Event, die geben halt in statt STR, aber sind halt wesentlich günstiger als Mumien und viel häufiger, nicht so selten. Mumien-Gauns sind sehr selten. Und Daybreaker gäbe es noch, aber die sind Cash-Up-Only, die sind verdammt teuer. Kosten glaube ich 10 Milliarden oder so. Die geben 10% ATK. Und 10 oder 20 STR oder so. Permanent wen suchen, wenn man lange leveln will und so weiter. Naja. Und ich finde das, also ich persönlich mag halt, also ich meine mal ein bisschen Support zu spielen, vor allem wenn man Dungeons macht oder so, oder halt Bosse, dann okay. Aber ich hätte jetzt keinen Bock, jemandem wirklich 3 Stunden hinterher zu laufen, das ist. Habe ich persönlich noch nie enjoyed. Habe ich früher mal gemacht mit meinem Bruder zusammen. Er hat AOE und ich habe ihn supportet. Okay. Aber es ist halt einfach nicht so geil. Weil ich will selber leveln, spielen, wie auch immer. Und dann will ich es halt auch keinem anderen aufzwängen. Weil wenn es ich nicht gern mag, dann kann ich ja nicht sagen, ja mach du das mal. Und dann sagen. Und wenn er mich dann fragt, ja supportest du mich auch, dann sage ich, ja nee, macht mir keinen Spaß. Also wäre auch kacke. Würde ich auch niemandem aufzwingen. Und wenn es jemand freiwillig macht, dann ist was anderes, aber. So wie es Playback macht, hat, würde schon ausreichen. Muss ja nicht wie das aus der PC-Fly-Version sein. Naja, ich glaube, es ist schwieriger für die Multi-Clienten. Deswegen kommt da die Umfrage. Steht ja auch drinnen. Automated Multi-Clienting Detection Systems can't be 100% sure. Ist halt schwierig, also. Ist halt nicht so einfach. Also wie bei Playpark. Bei Playpark ist es einfach, du kannst das Game nicht zweimal öffnen und da gibt es eigentlich kaum einen Weg dran vorbei, außer virtuelle Maschine oder halt zweiter Rechner. Oder müsstest dich halt in den Anti-Cheat irgendwie einhacken, weil der das ja blockiert, wenn du mehrmals öffnen willst. Aber im Browser ist das, glaube ich, wesentlich schwieriger. Du kannst den einfach 20 Mal aufmachen.
fliegst du dann ab und zu wahrscheinlich raus und sowas, aber sehr Schwachsinn, das können sie eh nicht wirklich aufhalten. Das macht denen nur unnötige Arbeit. STR-28 als einzelnen Wert erweckt? Das ist selten. Kannst dich drüber freuen, das ist echt selten. Das ist wie 19 Crit Damage. Sehr selten. Hab Red Scroll 15 Tage und Scroll of Smating aus dem Neujahrsbeutel gut, kenne die Dinger überhaupt nicht. Red Scroll 15 Tage ist sau nice. Das sind 175 Cash, glaube ich. Oder 150. Also 80 Cent sowas. Wenn du cashen würdest. Und Scroll of Smating ist nicht so gut. Scroll of Smating ist nicht gut. Wertmäßig. Benutzt kein Mensch, weil keiner mehr Waffen upgradet heutzutage. Also seit bei Waffen-Upgrades bis plus 7 kann man die benutzen für 30% oder 10% Upgrade-Chance. Steht ja eh dabei. Kannst du selber lesen. Aber man upgradet halt keine Waffen mehr, deswegen ist die Scroll nutzlos. Und wertlos. Weil alle Waffen sind ja von Haus aus Ultimate, die man heutzutage benutzt, und da funktioniert die Scroll nicht. Nur bei normalen Upgrades. Das Christmas Rapid Star Sword wäre so eine Waffe, die man upgraden würde. Aber das musst du auch erstmal haben. Da könnte man es benutzen. Wenn du mit 4 Blades gleichzeitig zusammen bei Crane leveln willst, ist doch auch in Ordnung. Du meinst eine Person mit 4 Blades? Uff. Ja, wenn dir das Spaß macht oder wenn du das handeln kannst. Warum nicht? Bei mir ist es Wurst, soll jeder machen, was er will. Solange er mich nicht irgendwie beeinträchtigt, ist mir das vollkommen Wurst. Nervig wird es erst, wenn dir die Leute irgendwie mit irgendwas Hardcore auf den Sack gehen. Aber die haben ja die Mobdichten und so angepasst, dass es eigentlich unmöglich ist. Und dass irgendwie ein Spieler sich so ausbreiten kann, dass er allen anderen Leuten das Spiel unspielbar macht oder sowas. Und von dem her ist es mir Wurst. Game lebt noch? Offensichtlich, ja. Was nicht lebt, ist der Handel. Der wurde momentan, ist momentan blockiert. Also keine Sorge, Handel, dem NPC geht's gut, aber... Das ist mal von 19 Jahren aktiv gespielt. Uff. Wahrscheinlich nicht ganz 19. Aber ja. Dieses Jahr wird es 15 in Deutschland. Dieses Jahr ist 15-jähriges. Und die EN-Version wird dieses Jahr 16. Davor gab es nur in Korea. Also so 16 warst. Uff. Also stehst du jetzt kurz vor der Rente. RIP.
Besitz 31. Ja, das kommt schon eher hin. Das kommt schon eher hin. Ringmaster, AOE Ringmaster. Das Game hat sich noch nie gelohnt. Je nachdem, nach welchem Blickwinkel du es siehst. Wenn es um Spaß geht, lohnt sich's immer. Wann kam das letzte Content Update nochmal? 28.03.2018. Immer noch hard pay to win? Naja, es ist immer noch ein Free-to-Play-Game, also ja. Wenn du reinpayst, kommst du wesentlich schneller voran. Crit Damage plus 17 und plus 15, Crit Rate minus 5? Auf was? Sag mir nicht, du hast eine Suit mit 32 Crit Damage erweckt. Dann bist du gerade mehrfacher Milliardär geworden. Zigfacher. Um früher von der Crit-Rate zu kommen, brauchst du eigentlich ein Restra-Set wegen den Crit-Rates. Das gibt, glaube ich, 35% oder auch 40%. Restra gibt 15 Crit-Rate und 40 Crit-Damage. 15 Crit-Rate, 40 Crit-Damage. Was farm ich da? Das Event. Spring-Event. Das müsste man eigentlich auch von früher kennen. Das ist eins der ältesten Events im Spiel. Crystal of Soul und Seeds farmen. Das Event gibt's schon ewig. Das Weihnachts-Event ist eigentlich immer das gleiche. Nur die Belohnungen ändern sich. Der M ist jetzt gut erweckt. Zu gut erweckt ist, dass ich auf Restra gehe. Was für ein Helm. Apprentice Suit. Aber da ist wirklich 15, 17 Crit Damage drauf, oder was? Das beim Geschwindigkeitsgear wecken. Wie oft hast du erweckt? Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie krank lucky das ist, das auf einer Suit zu erwecken. Das schaffen manche Leute in 10.000 Tries nicht. Also sprich, eine Milliarde plus unzählige Stunden Zeit. Oder Moment, 10.000 sind eine Milliarde, ne? Ja. Das ist derzeit aufgehört, wo man sich Perrin duplizieren konnte. Das ist eine sehr schlechte Zeitangabe. Weil das konnte man eigentlich schon immer. Durch Ausnutzen von Spielfehlern.
Das Sneeple ist Level 24 und 61 AP. Uff, ich hab keine Ahnung, ob das gut ist. Und ja, du kannst mir einen Screen auf Discord schicken. Gerne sogar. Das will ich mit meinen eigenen toten Augen sehen. Ich meine, was? Für 28 CD 8000 Aways gebraucht. Und das ist schon gut, wahrscheinlich sogar. Oder nicht gut, aber nicht ungewöhnlich. Also nicht sehr viel wahrscheinlich. Durchschnitt. Vielleicht weißt du noch die Version. Fällt jetzt erst auf, dass du Cutie Desu heißt. Da ist der Name. So, da kam eine Nachricht. Oh, aber noch kein Screenshot, RIP. Ich mache einfach noch, bis meine Crisis auf 999 hochgehen. Müssen dann so knapp unter 90 Boxen sein. Und jetzt gleich nochmal Dungeons. Vielleicht ist das dagegen nochmal die Ingame-Screens drucken, ja. Oh Leute, das Mob war schon tot. Ein Crack-Shooter macht doch trotzdem noch mehr Damage als Non-Crit-Psy, oder? Ja, aber man vergleicht ja auch keinen Psy-Keeper und einen Crack-Shooter. Man vergleicht ja nur die Crit-Klassen untereinander und Mages nochmal gesondert. Also ja, Psy-Keeper ist die schlechteste Klasse im Spiel, was Damage angeht. Aber direkt danach kommt der Ranger. Naja gut, Ringmaster, okay, aber ich meine, Ringmaster ist ja auch kein Damage-Dealer. Und wenn man Ringmaster Full STR und so weiter spielen würde mit Royal Knuckle, wäre er auch stärker als Psykeeper. War aber wahrscheinlich nicht stärker als ein Crackshooter. Kommt drauf an. Eventuell sogar schon. Je nachdem.
Aber es ist halt eine Troll-Klasse. Das müsste man mal ausprobieren, aber das ist gar nicht so einfach. Dafür bräuchte es ja schon gutes Equipment. Habe es glaube ich so 2007, 2009 gespielt. Kein Plan, welche Version das war. Ich weiß halt nur, dass das Hero Level erweitert wurde und Bee kam. Euer Bee kam erst relativ spät. Ich weiß gar nicht, ob das 2009 noch war. Behemoth? War das vorletzte Update vor der Update-Pause? Könnte sogar 2010 gewesen sein, weiß jetzt auch nicht auswendig. Nope, spiele ich nicht. Steht auch in den FAQ unterm Stream. Rochester waren da total angesagt, die gibt es auch nicht mehr. Gar nicht mehr. Nope. War ja vom Spiel auch nie so beabsichtigt. Wow. Verglichen mit dem ersten Screenshot sind die anderen beiden Screenshots schon fast ein Troll. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Aber. Ja, aber ich zeig's euch einfach hier drüben. Machen wir es einfach so. Wobei es auch nicht so viel besser ist, oder? Also. 25 STR. Kannst du wegschmeißen, das ist Müll. 5 Geschwindigkeit. Und jetzt kommt's. 32 Crit Damage. Jesus. 300% Zoom. Bei 70 Suits. Ungefähr. Also die anderen beiden sind faktisch wertlos und die andere ist wahrscheinlich so 30 mehr alle wert. Aber ja, stelle ich auch auf die gleiche Stufe. Nein, Spaß. Aber ja, so eine Erweckung sehen manche Leute in ihrem ganzen Leben nicht. Selbst erweckt. Vor allem auf einer Suit. GZ auf jeden Fall. Dafür kannst du schon fast ein Set plus 8 kaufen. Nur von der Suit wahrscheinlich. Für den Follow, Yoda. Bist jetzt endlich ausgerüstet, in deinem Rabauz von dem bösen Schwarzgurt live zu holen? Ist der so stark oder was?
Schon traurig, dass sie den Bowchester nur künstlich dadurch entfernt haben, dass sie Bows einfach für Ranger tragbar gemacht haben und den Ranger nicht selbst dafür gebufft haben. Ja. Wobei das mit den Bows schon gut so ist. Beziehungsweise, was heißt, nur die, bei den Bows, das haben sie ja bei jeder Klasse gemacht. Nur bei Assist nicht. Da geht's bis Royal aus irgendeinem Grund. Aber grundsätzlich haben sie das ja bei jeder Klasse gemacht. Dass die High-Level-Waffen alle für die Klasse sind. Ist jetzt nicht so, dass sie das nur künstlich für den Boat oder für Ranger erfunden haben. Das haben sie bei allen Klassen so gemacht. Muss man schon fairerweise so sagen. Und ja. Zusätzlich hätten sie aber auch den Ranger buffen können einfach. Oder was heißt buffen? Der einzige Vorteil war einfach nur die Crit-Rate. Das war es eigentlich auch schon. Gab ja keinen anderen Vorteil. Direkt einlagern, sonst dann ist das aus Versehen noch beim Schmied. Besser ist es, ja. Also wenn du die beim Schmied verkaufst, dann ist es so ein klassischer Fall von wie gewonnen, so zerronnen. Oder probier noch einen Socket drauf zu machen, dann ist die nochmal 100 Mio mehr wert, Kappa. Tu's nicht. Also ohne G-Product quasi. Und jetzt noch ein Socket drauf. Ah, oh, ist kaputt gegangen. Safronia City. Wann kommen weitere Videos zur Angriffsanimation? Ich bin der Lehrer. Ich beende hier den Unterricht. Und beginne ihn. Sie kommen, wenn sie kommen. Und dann ist die Party vorbei. Keine Massenschlägerei. Das ist echt ein 50-50-Gamble, aber bei der Suit ganz einfach nicht. Ganz klar nicht. Und Sirius, was geht ab? Oh, no. Noch 49 Crystals. Dann sind wir voll. Na ja, gut, wobei, dann sollte ich eigentlich mal Dramlock machen. So lange dauert das ja gar nicht, die zu kriegen. Ganz und gar nicht.
Skylar am AM einfach AFK sein. Trotz meinen guten Damage-Dealer hatte. Tja, dann warst du aber kein guter RM, wenn du AFK warst. Früher. Der klassische Fall von 5 Minuten später, Rebuff, please. Keine Antwort, keine Reaktion. Selbst der AOE war nicht sehr gut. Flakes. Viel weniger Schaden als Elementor zum Beispiel. Und viel komplizierter zu spielen. Vor allem Hit and Run viel schwieriger. Ich wurde nicht geblutet, das war einfach nur ein Portbug und ich bin stehen geblieben. Spiele ich 4 Chars gleichzeitig? 3 gerade. Oder Times und Level 28 als Assist bei Gigglebox oder Jack the Hammer AOEen. Jack the Hammer waren doch Trash. Die Normalos rennen weg. Und Mobdichte nicht so gut wie bei Giggle. Waren Range? Nee, das nicht. Aber sie laufen halt weg, wenn du sie killst. Beziehungsweise sie laufen generell weg. Aber wenn sie angreifen, sind sie. Was ist das? Short Distance wie beim Jester. So, was ähnliches, ja. Auf jeden Fall Trash. Egal wie man es macht. Wenn dann Giggle oder Mantis. Oh oh. Was zum Teufel? F
fehlen noch 30 Crystals. Oh, das ist ein Jojo. Und wieder zwei Event-Items. Es sind noch 26 Crystals. Dann hole ich mir nochmal die Aminos-Boxen. Dann war es das wahrscheinlich für heute. Quapo ist Imber, du Level 40, Gegner Hauptschan 34, setzt Sonnenschlag einen 16 Damage. Sie hat eine Funktion Flakes. Die gesamte Darkon-Industrie wurde dahin verlagert. Sämtliche Industriezweige haben sich in die schönen Tropen begeben. Du verstehst, was ich meine. Und Kaspar, was geht ab? Sechs Prozent Attack, Speed wahrscheinlich, oder? Und 9% Speed. Ja, ist nicht schlecht. Zweithöchster Geschwindigkeitsslot, nicht schlecht. Life is your job? No. Sadly, it's not. I wish I would earn so much money that I could call it my job. But I'm far away from that point. Wie oft habe ich Life offen? Fünfmal. Gerade. Siebenmal mit Laptop auf zwei verschiedenen Servern. Und ein Akrobat ganz gechillt leveln, bei mir so. Gleich die 1000 Crystals voll machen und dann nochmal Aminos-Boxen holen. Ja, warten, dass der Handel wieder geht und man endlich mal wieder Geld einnehmen kann. Und weil sie dort nicht gesehen werden, na, da ist ja niemand. Also ja, da werden sie nicht so schnell reported, weil halt niemand Korin in sie geht. Sehr Geld- und Zeitverschwendung, bis er eh sofort auf Level 70. It's amazing how you play and play and you never get bored. Well, everyone has a main game, don't they? I mean, there are people there who play
12 hours League of Legends every single day. Compared to that, I'm not even playing that much. Hast du das Capoeira nice? Und wie nennst du es? Es ist männlich. Nennst du es Chappy? Wieso habe ich Fleif 7 mal offen? Partyfin? Und auf dem anderen Server habe ich Shop offen. You play 30 minutes and then you fall asleep? Well, that's weird. That is not normal. Maybe you should see a doctor who can maybe diagnose something. That doesn't sound normal. Nervt echt, hab's aber aufgegeben nachzuschauen, ob es was Neues gibt in Bezug auf den Handel. Naja, bringt auch nichts. Wenn es was Neues gibt, wird es sicherlich im Streamtitel stehen. Und es wird wahrscheinlich ein Video drüber geben. Mit 100 Leuten in Flares. Celebration. Breaking News. Handel is back. Uff, da könnte man sich jetzt richtig... oh, da könnte man sich richtig unbeliebt machen. Es gibt einen NPC in Fleif, der Handel heißt. Garden of Rises, diese Tante für die Reonan-Quest. Die gibt dir den Auftrag, 10-mal das Hühnchen zu töten. Könntest du die Quest machen und dann nennst du das Video Handel is back. Und dann alle und dann im Video einfach instant 80.000 Dislikes. Oh, fertig. Hebe ich den noch auf? I guess so. Wie in der Dekans Mine, meinst du am Anfang vom Server? Naja, bringt nichts, ich weiß, dass die da sind. Aber ich habe kein Ticket und keinen Bock, extra einen Sand zu machen, deswegen. So, Bautz ist Level 10 und muss 9 Level Ups. Im Moment ADK Dev um 2. Die 50-50 Droprate für das Event ist echt nice, oder? Also es war für mich die längste Zeit, war es 50-50. Ungefähr immer gleich viel. Mal das eine ein bisschen mehr, mal das andere ein bisschen mehr. Das hat schon so gepasst, aber... jetzt, nicht mehr. Jetzt habe ich einen permanenten Überschuss. Und ich bin jetzt bei 573 Boxen. Also Hälfte schon erreicht. Ups. Ich habe zum Glück kein Gildenhaus, das ich versteigern kann. Ah, okay. Wo ich mit Megano die Botter gespottet habe. Ach stimmt, das war mit Megano. Ich dachte, das war hier auf Dryad. Naja, aber irgendjemand wollte, dass ich in die Dekans Mine gehe, ne? Das sind ein Haufen Eggs, die du verkaufen wolltest. Was machst du denn nur? Und tausche sie doch einfach um gegen Egg Baskets. Die kannst du doch genauso verkaufen. Warum ein Risiko eingehen? Also das würde ich schleunigst machen. Kann sein, dass der am Mittwoch entfernt wird. Unwahrscheinlich, aber... das kann relativ...
Das kann schneller kommen, als einem lieb ist. Du wärst nicht der Erste, der sich lange in Sicherheit wiegt und dann plötzlich, boom, ist er weg und du hast einmal nicht nachgeschaut und dann hast du alle deine Eier noch. Du musst los. Ich denke mal, du meinst die Redeart. Oder den Jargon. Oder wie sagt man? So sagt man. Du bist mit einem kleinen Extra kein Pflegen, just because. Uff. Du magst es steinig und schwer, hä? Finde ich PvP in FLAF grundsätzlich Trash? Ja. So wie es jetzt ist schon. Mal gucken, wie es in Project M wird. Aber grundsätzlich ist FLAF, finde ich, einfach kein PvP-Game. Es gibt einfach Spiele, da passt es nicht so gut. Und ich finde, FLAF ist eins davon. Arena einfach just for fun, geht doch zwischendurch, um vielleicht ein bisschen Damage zu testen. Aber der Damage an Charaktern ist ein ganz anderer als an Monstern. Das ist ein sehr schlechter Damage-Test. Weil Charakter haben ja eine ganz andere Werteverteilung als Monster. Und viel weniger Leben. Das ist ein sehr schlechter Damage-Test. PvP-Damage-Test. Wenn du kein PvP spielst, brauchst du auch keinen PvP-Damage-Test, aber ja. Wenn du es spielst, dann schon.
Arena hat früher zwischendurch Fang gemacht. Ja. War okay. Aber es Main-Attraktion noch nie gut. Also jetzt nicht wirklich etwas, das ich, mit dem ich hauptsächlich meine Zeit verbringen würde in FLAF. Prozent CD auf dem Boots ist Müll, oder? Auf Yggdrasil schon, ja. 5 Mio wahrscheinlich oder so. Denke ich, sie bekommen es hin mit dem Handel. Ich glaube bald nicht. Im Gegenteil, sie machen noch ein neues Event dann. Neues Event nächste Woche wahrscheinlich. Und ja, keine Ahnung. Echt schwer zu sagen. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, also da könnte man mittlerweile schon Wetten abschließen. Das ist echt eigentlich unvorhersehbar, wann sie das wieder reinmachen. Das könnte morgen sein, das könnte Mittwoch sein, das könnte nächste Woche Mittwoch sein, das könnte auch erst in 3 Monaten sein. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo es wirklich unvorhersehbar ist. Weil man normalerweise nicht mal gedacht hätte, dass es über eine Woche weg ist. Ursprünglich dachte ich und wahrscheinlich viele andere auch, das war nur so eine Kurzschlussreaktion, um halt einfach übers Wochenende dafür zu sorgen, dass, also wo die halt nichts machen können oder da einfach nicht da sind, dass sie es halt einfach fürs Wochenende blockieren und das danach fixen und dann fertig. Das wäre eigentlich mal der ursprüngliche Gedanke. Eine Woche hat mich schon ein bisschen schockiert. Und jetzt die zweite. Hätte ich nicht gedacht. Das ist schon, also dass wir überhaupt so lange warten. Also eine Woche, sage ich mal, okay. Und es ist halt auch ein ungünstiges Timing gewesen, dass es halt ausgerechnet am Freitag passiert ist. Dadurch zieht sich das Wochenende halt immer noch so nach. Aber ja. Warum wurde es deaktiviert? Weil jemand in irgendeiner Form das Handelssystem ausgenutzt hat. Und illegale Sachen damit betrieben hat. Ob die Druck von oben bekommen mittlerweile? Ja, besser ist es, Alter. Das ist eine Frechheit. Also ich bin ja wirklich keiner, der sich über sowas aufregt. Und ich meine, ich reg mich auch nicht wirklich drüber auf. Ich finde es halt nur crazy, dass sie das wirklich eiskalt so durchziehen. Muss man sich mittlerweile schon fast das Datum im Kalender markieren. Das war Freitag, der 23. April war das. Rogue, was geht ab? Wie immer zu spät. Wie immer pünktlich, unpünktlich. Was ist das Thema? Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Zitat bei Eric Cartman. Dann kommt der Bitspender noch hier im Chat. Uff, der liegt wahrscheinlich schon unterm Tisch. Seit 19 Uhr. Und ob der Handel noch freigegeben wird, bevor ich meinen nächsten Zahnarzttermin habe. Wann ist der nochmal? Jetzt am Donnerstag, oder? Oder war das sogar Freitag? Oder war das erst nächste Woche?
Der Herr Timmisrud, der hat definitiv ein Alkoholproblem. Aber das Traurige ist, er weiß es, aber er tut nichts dagegen. Er genießt es. Im wahrsten Sinne des Wortes. Fünfter. Oh, es ist nächsten Mittwoch. Uff, das wären noch zwei Mittwochs. Acht Tagen. Naja, wir werden sehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal raus. Würde ich euch auch empfehlen, jetzt rausgehen. Das ist eine wunderschöne Zeit, um rauszugehen. Wenn jemand noch nicht abgestochen wurde, jetzt ist eigentlich so die Zeit. Also wenn man jetzt rausgeht, in dunkle Gassen, hohe Chance abgestochen zu werden. Also wenn jemand Bedarf hat, dann einfach dunkelste Gasse der Stadt suchen. Und Rogue kommt gerade von draußen. Er kann euch berichten davon, wie es ist, abgestochen zu werden. Mach das mal, Rogue. Danke dir. Und vergiss nicht, den Notarzt zu rufen. Bis morgen, gute Nacht, schlaft gut und viel Erfolg noch, falls ihr noch farmt und ciao, ciao. Bringt Taschentücher mit. Ciao.